Willkommen zur 26. Folge des Brettspiel News Podcast. Ich bin Johannes und diesmal reden Rebecca und ich darüber, was unserer Meinung nach schöne Spiele ausmacht. Wir sind heute wieder zu zweit, denn es ist wieder Rebecca bei mir. Hallo. Hi. Beziehungsweise du bist nicht bei mir, sondern wir sehen uns virtuell wieder. Wir sind virtuell verbunden, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, wunderbar. Und wir wollen heute natürlich wieder kurz über unsere zuletzt gespielten Spiele reden. Und dann haben wir uns das, Achtung, Wortwitz, schöne Hauptthema rausgesucht, der schönen Spiele. Das heißt, wir wollen darüber quatschen, was macht vielleicht ein Spiel schön aus? Was für Aspekte können an einem Spiel schön sein? Und wie wirkt sich das auf das Spielgefühl aus? Ja, und ich glaube, wir können es vorab einmal sagen, damit wir es nicht während des Podcasts die ganze Zeit sagen müssen, dass natürlich schöne Spiele, also ich glaube, subjektiver kann es eigentlich nicht sein, als wir heute werden, oder wir werden noch darüber sprechen, wie subjektiv es eigentlich ist, aber ich glaube, unsere lieben Hörerinnen und Zuhörer können das bestimmt noch ergänzen. Es gibt bestimmt ganz andere Geschmäcker, bestimmt ganz andere Vorstellungen davon, was schön ist. Deswegen könnt ihr natürlich gerne mit uns in die Diskussion gehen oder uns auch bei vielen Dingen natürlich zustimmen und uns nicht zustimmen. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch, da noch irgendwie andere Ideen zu hören. Oder und zu solange lesen. Uns niemand widerspricht, sind wir erstmal zufrieden. Also wir haben natürlich erstmal die Hoheitsgewalt, aber dann danach sozusagen gibt es halt noch andere Vorschläge, die wir dann in unseren Kanon aufnehmen können, bei Bedarf. Genau, und wir können natürlich auch nur eine Auswahl an schönen Spielen bieten, weil wir nicht alle Spiele gespielt haben und wir haben auch nicht alle, ja, das sind bestimmt ein hoher, ich weiß nicht, sechsstelliger, siebenstelliger Bereich auf BoardGameGeek, wie Spiele da gelistet sind. Wir haben uns nicht jedes einzelne Cover und nicht jedes einzelne Foto von jedem Spiel angeguckt. Ja. Ich hoffe, das ist okay für alle, die zuhören. Wir haben also quasi in Johannes Regal geguckt. Das war unser BoardGameGeek in klein und haben geschaut, was haben wir eigentlich gespielt in den letzten Jahren und haben daraus für uns eigentlich so eine Liste zusammengestellt, was wir davon eben besonders schön fanden, was erwähnenswert ist, und haben dann noch ein bisschen über den Tellerrand natürlich geschaut, aber hauptsächlich über Spiele, über die wir auch wirklich etwas sagen können, wie die Tischpräsenz ist, wie das Artwork wirklich wirkt, wenn man es in der Hand hält. Das war uns eigentlich wichtiger, als jetzt eine repräsentative Liste zu erstellen. Ja. Aber bevor wir uns dem Thema widmen und bevor wir über unsere zuletzt gespielten Spiele reden, hat Rebecca ja in der letzten gemeinsamen Folge die wunderbare Idee etabliert. Wunderbar, in Anführungszeichen. Die hat Johannes jetzt gerade mitgedacht, weil ich ihn jetzt damit richtig reingeritten habe, dass er das jetzt auch machen muss. Das soll ich jetzt, also Rebecca hat sich ausgedacht, wir starten einfach mal mit einem Eisbrecher, in dem ihr uns besser kennenlernt und vielleicht wir auch noch mehr übereinander erfahren, was wir vorher noch nicht wussten, wer weiß. Und wir wechseln uns immer ab und bei der letzten Podcast-Aufnahme war Rebecca dran und hat mir ein paar Entscheide-Dich-Fragen gestellt. Und Entscheide-Dich ist schon abgegriffen, aber ich bin noch stumpfer und stelle dir einfach eine Frage. Oh Gott. Die du dann für dich beantworten darfst, beziehungsweise nicht nur für dich, sondern natürlich auch für unsere ZuhörerInnen und für mich, damit ich das auch erfahre. 42 ist auf jeden Fall die Antwort, egal was du mich fragst. Bist du bereit? Ja. Oh Gott, richtig, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Ah. Ja, sehr schön, das ist das Ziel erreicht. Das heißt, die Erwartungen sind super hoch. Ich kann sie nur unter... Du kannst sie nur unterbieten. Also, die Frage lautet, was macht für dich den perfekten Spieleabend oder den bei uns eher den perfekten Spielenachmittag aus? Oh, puh. Das ist vielleicht reden Frage. Wir auch einfach nur über diese Frage. Das Thema lassen wir. Wir reden nur hierüber. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge füllen. Aber es ist ja das Lustige an dieser Frage ist eigentlich, dass ja unsere Spiele Nachmittage, Abende, Tage immer relativ gleich nach dem gleichen Schema ablaufen. Deswegen es ist eigentlich das Lustige daran, weil was kann man? Also eigentlich ist das so perfekt, weil wir es einfach jetzt seit 15 Monaten genau jede Woche so machen, wie wir es machen.
Also erst komme ich natürlich zu dir in deine Spielehöhle sozusagen. Wir sitzen uns an den Tisch. Wir sitzen immer gleich. Also Johannes sitzt mir immer gegenüber. Hinter Johannes ist das Fenster, hinter mir ist das Spieleregal sozusagen. Ich weiß, wir sitzen auch immer an den gleichen, auf den Stühlen, am gleichen Tisch, am gleichen Platz. Es gibt immer Snacks. Es gibt einen salzigen Snack und einen süßen Snack. Ich habe immer Hunger. Ich bin nämlich die Snack-Queen, beziehungsweise ich kann einfach nicht meine Finger von Snacks lassen. Man hat das Gefühl, Johannes stellt sie nur für mich hin, die Snacks. Ich gefühlt nur, ich irgendwie am Snacken bin. Es gibt immer was Schönes zu trinken dazu. Und dann quatschen wir erst eine Stunde, halbe Stunde über alles, was so gerade ansteht. Was gerade so passiert ist, ab vom Brettspiel, quatschen über Filme, die wir geguckt haben zum Beispiel. Das ist ja immer noch bei uns ein großes Thema. Und dann fangen wir an, meistens mit einem kleinen Spiel, was neu ist, mit Johannes Neuheiten. Spielen dann meistens ein, zwei große Spiele, manchmal auch drei, vier, fünf, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und dann zum Absacker meistens entweder ein kooperatives Spiel oder auch ein kleines Spiel. Gerade spielen wir ja The Crew durch, The Crew 2. Also sozusagen Nachfolger von The Crew durch. Wir haben aber auch schon als Absacker Paleo gespielt oder zum Beispiel auch, wir haben eine Zeit lang, wie hieß nochmal, dieses Städtebauspiel, wo man auf diesem Stadtplan malen und kleben musste. What? Wo wir diesen Stadtplan bekleben mussten, wo wir diese Stadt bauen mussten, wo dieser Meeple auch irgendwie so komisch nochmal diskutierbar war. Ach, du meintest My City. My City, genau. Sie haben sozusagen immer noch ein Spiel, was wir eigentlich jede Woche irgendwie einmal noch zum Abschluss spielen, was entweder ein kooperatives Spiel ist oder ein Spiel, ein Episodenspiel oder ein Spiel, was man weiterentwickeln kann. Und dann fahre ich nach Hause. Wir bestellen zwischendurch noch Essen. Wir bestellen entweder Sushi, asiatisch. Meistens ist es Sushi oder asiatisch, also das Gleiche, aber wir bestellen meistens Reis mit Zeug oder Reis in Alge, so kalt, Reis kalt oder Reis warm. Und dann ja, fahre ich immer wieder nach Hause und das ist der perfekte Nachmittag für mich. Und was Perfekteres kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Also so wie wir es machen, finde ich es gut. Vielleicht ist es einfach die Gewohnheit, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Aber so läuft es eigentlich ab. Würdest du mir da zustimmen? Aber natürlich, jetzt natürlich noch die wichtige Information, an welchem Wochentag machen wir das denn? Oh überhaupt? Ja, stimmt. Es ist immer donnerstags. Es ist immer Donnerstag und es kann auch nicht anders sein. Also wir haben jetzt quasi schon die Donnerstage der nächsten Jahrzehnte sind schon durchgeplant. Es ist schon, also wenn ich irgendwann ein Kind kriegen sollte und das sollte an einem Donnerstag auf die Welt kommen, muss es halt noch einen Tag warten. Oder sowas. Auch jegliche zukünftige berufliche Planung ja. Muss dann halt irgendwie dafür sorgen. Wir können halt nie Vollzeit arbeiten, weil Donnerstags brauchen wir halt immer. Da brauchen wir halt Zeit. Das ist echt so, Donnerstag brauchen wir das. Es geht auch nicht anders, weil es ist jetzt so fest im Rhythmus drin, es kommt auch nicht wieder raus. Wenn es nicht Donnerstag, wir hatten einen, jetzt vor zwei Wochen haben wir einen Donnerstag ausfallen lassen, weil ich da beruflich sozusagen zu tun hatte. Das war schon komisch, irgendwie eine Woche lang sozusagen uns dann auch nicht zu sehen und nicht spielen zu können, war auch irgendwie schon echt komisch, muss man sagen. Ja. Das ist eine schöne Frage gewesen, fand ich. Weil sehr das auch nochmal natürlich uns auch nochmal den Leuten da näher bringt, wie wir eigentlich spielen. Und ja, das ich tatsächlich auch, kann ich ja auch dazu sagen, es ist tatsächlich auch in 95% der Wochen auch der einzige Tag, an dem ich spiele. Also ich habe ja schon ein paar Mal anklingen lassen, dass ich jetzt nur mit Johannes zusammenspiele. Johannes spielt ja auch viel allein, aber ich spiele dann auch zu Hause mit meinem Freund manchmal, aber das kommt dann einmal im Monat vor oder sowas, dass wir dann nochmal am Wochenende gemeinsam spielen, aber donnerstags ist dann auch wirklich der einzige Tag in der Woche, wo ich auch spiele tatsächlich. Und deswegen müssen wir natürlich immer viel aufholen und viel nachholen und viel sozusagen, was Johannes neu hat, durchspielen, in Anführungsstrichen, damit der Pile of Shame nicht so groß wird. Aber wir sind aktuell super gut dabei, unseren gemeinsamen Pile of Shame abzuarbeiten. Echt so. Sind wir sehr fleißig. Ist echt so. Ja. Schöne Frage. Das finde ich auch eine gute Überleitung. Was haben wir denn diesen Donnerstag eigentlich so gespielt, Johannes? Zum Beispiel letzten Donnerstag. Genau, gar nicht letzten Donnerstag, sondern es ist schon ein bisschen her, aber wir haben da noch gar nicht drüber geredet. Das ist einmal Markgrafen von Valeria. Das haben wir endlich nachgeholt. Ja. Genau, das hatte ich schon länger in meiner Sammlung. Das spielt, wie der Name auch verrät, im Universum von Valeria, Königreich der Karten. Oder im Englischen gibt es, glaube ich, noch Villages of Valeria und etwaige andere. Es gibt auf jeden Fall mehrere Valeria-Spiele. Und ich glaube, Markgrafen ist das zweite, was auf Deutsch rausgekommen ist beim Schwerkraft-Verlag.
Und es hat Worker Placement Elemente. Wir haben, aber eigentlich wird das ganze Spiel über Karten gesteuert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Karten, mit denen wir aber bestimmte Sachen machen können. Also wir können die Karten nutzen, um Ressourcen zu bekommen. Wir können die Karten nutzen, um einen Wachturm auf dem Spielplan zu bauen oder um bestimmte Aktionen zu triggern. Und gleichzeitig versuchen wir ein bisschen, also es ist kein Deckbuilding, weil wir haben unsere Handkarten die ganze Zeit auf der Hand. Es ist eher sowas, weiß nicht, Handmanagement. Es geht so ein bisschen, würde ich sagen, in die Richtung von Concordia, wo wir alle Handkarten immer ausspielen. Und wenn wir dann fast alle Handkarten ausgespielt haben oder irgendwann anders, können wir eine Aktion nutzen, um alle Karten wiederzukriegen. Und gleichzeitig können wir auf dem Spielbrett mit unserem titelgebenden Markgrafen ein bisschen umherreisen. Wir können Monster bekämpfen, die auch, ich glaube, es sind die gleichen wie auch im ersten Valeria oder zumindest ähnliche. Mhm. Und Punkte kann man einmal durch so Wachtürme bekommen, aber vor allem geht es darum, auf den Karten, die man sammelt, da sind so Symbole drauf, die zu vier unterschiedlichen Gilden gehören. Und es gibt ein Gildentrack, auf dem man weiter sich fortbewegt. Und da wird halt am Ende, je weiter man ist, desto mehr Punkte bekommt man pro Karten. Das heißt, man sucht sich aus, keine Ahnung, wenn man dann ganz viele, ich weiß natürlich nicht, welche Gilden es da gerade gibt, aber sagen wir einfach mal, es gibt die Diebesgilde, dann versucht man natürlich auf dem Track ganz weit zu kommen und gleichzeitig viele Diebeskarten sich anzusammeln. Wie hat es dir denn gefallen? Es hat mir ziemlich gut gefallen. Mir hat dieser große Spielplan, diese Idee vom Hin- und Herreisen und dort Monster bekämpfen, die Idee fand ich ziemlich cool. Wir haben, ich weiß noch, dass wir danach lange über diesen Gildentrack auch gesprochen haben, weil wir beide unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Taktiken hatten auf diesem Gildentrack. Also du bist in einer Gilde bis ganz zum Schluss gekommen und ich bin mit zwei Gilden quasi halb-halb gegangen, in Anführungsstrichen. Und es hat sich dann relativ doll abgezeichnet, dass deine Taktik, in Anführungsstrichen, in diesem Moment besser gegriffen hat. Vielleicht habe ich auch an anderen Stellen noch Fehler gemacht, sozusagen, dass ich das quasi auch nicht richtig ausgenutzt habe. Aber wir haben danach darüber gesprochen, dass es sehr, sehr stark, es war auch, glaube ich, nicht so ein kleiner Vorsprung, du hast schon relativ punktemäßig relativ doll gewonnen. Das heißt, wir haben darüber danach dann gesprochen, ob man anders gewinnen kann, als quasi nur, man geht eine Gilde voll und sozusagen geht nur auf diese Sache sozusagen. Das ist mir noch im Kopf geblieben. An sich fand ich aber, wie gesagt, diese Reiseidee fand ich cool und ich fand es auch eigentlich super gebalanced, das Spiel eigentlich. Und am Schluss dieses, dass es dann so punktemäßig so auseinandergegangen ist, hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich während des Spiels. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen fand ich eigentlich während des Spiels, habe ich nie das Gefühl gehabt, du ziehst mich jetzt ab oder sowas, oder es zeichnete sich früh ab, sondern es kam dann erst am Ende des Spiels raus, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile auch nochmal wieder alleine gespielt hast und dass du das bestätigen kannst oder sowas, ob das sozusagen wirklich die beste Methode ist oder ob dann noch andere Möglichkeiten aussehen könnten. Ich habe das vorher einmal solo gespielt, aber das ist auch schon länger her. Ich müsste das nochmal rausholen. Ich finde es auch ein schönes Spiel, weil es ist so ein, weiß ich nicht, ein seichtes Kennerspiel oder gehobenes Familienspiel. Es ist ein Tick komplexer als das Original Valeria. Es ist aber schnell gespielt. Es ist auch ganz clever theoretisch. Das wäre eigentlich dann vielleicht auch interessant, was so Siegstrategien angeht. Es gibt eine Möglichkeit, also das Spiel endet einmal, wenn, glaube ich, der Kartenstapel leer ist, aber man kann halt auch bis zu vier Wachtürme bauen und sobald eine Person den vierten Wachturm gebaut hat, ist das Spiel vorbei und das kann, glaube ich, gerade im Spiel mit mehreren als so ein, ja, sozusagen, man kann auch, glaube ich, einfach sehr schnell auf diese Wachtürme spielen, dann endet das Spiel relativ schnell und dann können vielleicht bestimmte Siegstrategien gar nicht richtig genutzt werden. Also ich glaube, das kann ein ganz cleveres Element sein, was bei uns nicht so zum Tragen kommt, weil Rebecca und ich sind auch bei Terraforming Mars oder wir haben auch, es gibt La Granja No Siesta, das ist so ein Roll and Ride, da wird auch das Ende irgendwann getriggert, aber wir spielen in der Regel Spiele einfach so lange, dass wir immer unser Maximum rausholen. Also auch Terraforming Mars könnten wir wahrscheinlich immer eine Dreiviertelstunde oder halbe Stunde, bevor wir eigentlich das Spiel beenden, schon beendet haben, aber dann spielen wir noch die Punkte Karten und die Punkte Karten und können wir noch das machen und das machen und das machen. Es ist bei Markgraf nicht so schlimm, also es spielt sich trotzdem relativ zügig, aber ich glaube, das könnte noch schneller gespielt werden. Ich wollte gerade sagen, also das ist halt auch wieder die Frage, mit was für Leuten man spielt. Ich finde, das ist aber auch eigentlich dadurch ein gutes Spiel für uns gewesen, weil es quasi diesen ich verbessere mich noch Mechanismus, ich versuche nur das Beste rauszuholen, das fand ich sozusagen eigentlich bei dem Spiel auch nett, dass es sozusagen in unser Spielekonzept reingepasst hat. Obwohl mir jetzt gerade auch wieder einfällt,
dass das tatsächlich aber dieses Effekt von man spielt länger, aber auch irgendwann eine kleine Ermüdung reingebracht hat. Also dass man ja doch immer die gleichen Karten hatte oder ähnliche Karten, die ähnliche Effekte hatten. Also die Effekte der Karten haben sich nicht so abgewechselt, gerade wenn sie in derselben Gilde waren, dass man jetzt dachte so, oh geil, ich habe noch einen Trumpf oder jetzt geil, da kann ich mir noch was kaufen, sondern die Karteneffekte waren relativ repetitiv, relativ ähnlich immer, sodass ich fand tatsächlich, dass es sich am Ende dann doch ein bisschen gezogen hat. Also ich finde, hätten wir deutlich früher auch beenden können, auf jeden Fall, ja. Fällt aber ist auf jeden Fall kein hochkomplexes Spiel, das ist einfach nur ein Ticken über dem regulären Familienspiel und aber vielleicht dadurch auch eine Zielgruppe für Leute, die so ein bisschen mehr haben wollen. Ja. Und es sieht super schön aus, wenn wir uns dann schon mal beim Thema ein bisschen reinschneiden. Genau, das ist natürlich wie auch das Original Valeria und die ganzen anderen Valeria und auch wie unter anderem die Nordseesaga oder die Spiele aus der Westfrankenreich-Reihe von The Miko illustriert. Mhm. Der hat ja einen sehr einzigartigen Malstil. Ich glaube, malen, wenn es ein Pinsel ist, ein Zeichen, nur wenn Illustrationsstil, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir brauchen auch kein Geheimnis daraus machen, dass wir beide diesen Stil sehr schön finden und auch ihn sehr sozusagen ansprechend empfinden, zumindest. Ja, also das glaube ich, ist auch etwas, was wir schon mal in dieser Folge mitnehmen können, dass wir The Miko eigentlich tatsächlich die Illustration immer sehr ansprechend finden, wenn wir ein Spiel aufmachen und uns freuen, wenn es illustriert wurde, sozusagen. Da gehen wir dann später noch mal genauer drauf ein. Wir haben aber als nächstes, oder was auch schon ein bisschen länger her tatsächlich, haben wir noch die verlorenen Ruinen von Arnak gespielt. Das war ja auch noch etwas, was wir jetzt nachholen mussten, in Anführungsstrichen, was ja irgendwie jetzt schon seit längerem irgendwie im Gespräch gewesen ist. Und es war aber einfach ausverkauft. Ich bin da nicht reingekommen. Aber jetzt ist es wieder verfügbar. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch wieder verfügbar ist. Hoffen wir es. Ich wollte gerade sagen, jetzt machst du falsche Hoffnungen. Aber es ist auf jeden Fall, wir haben es jetzt gespielt. Du hast es und wir haben es gespielt. Worum geht es denn in die verlorenen Ruinen? Ich überlasse es immer Johannes übrigens immer zu erzählen, worum es in den Spielen geht, weil da ist er deutlich besser als ich. Deswegen, worum geht es denn in die verlorenen Ruinen von Arnak, Johannes? Das mechanisch hat das Deckbuilding, das heißt, wir bauen uns ein kleines Deck zusammen, aber ein komprimierteres Deck. Also es ist nicht so ausführlich wie bei Eon's End oder Dominion, wo wir das Deck, keine Ahnung, 10-mal durchspielen. Kombiniert aber mit Worker Placement, weil wir haben zwei Abenteurer oder Abenteurerinnen und wir sind auf einer Insel, die wir entdecken wollen. Und dort können wir dann halt unsere Arbeitermiepel platzieren und bestimmte Ressourcen bekommen oder neue Orte entdecken und dann sind an diesen Orten eventuell Monster, die wir bekämpfen müssen. Und gleichzeitig, das ist dann ganz schön thematisch, weil wir ja diese Insel entdecken wollen, es gibt so eine Forschungsleiste, wo wir erst mit der Lupe vorangehen müssen und anschließend können wir mit unserem Notizbuch sozusagen hinterher. Das ist ganz schick thematisch und fürs Deck gibt es einmal so Gegenstände und es gibt Artefakte. Und die Artefakte können wir mehrmals triggern, aber das kostet dann was. Genau, und das ist die verlorenen Ruinen von Arnak, so grob. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, jetzt mich zu rekapitulieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir das Spiel zu Ende gespielt haben. Und das machen wir sonst auch. Nein, ich wollte eigentlich sagen, nachdem wir das Spiel zu Ende gespielt haben und ich auch wieder haushoch verloren habe, ich danach aber sofort das Gefühl hatte, das möchte ich nochmal spielen. Weil ich das Gefühl hatte, ich konnte bei der ersten Partie gar nicht ausschöpfen, was das Spiel eigentlich irgendwie mir zu bieten hat. Weil wir zum Beispiel bei dieser Lupenbuchleiste, Tagebuchaufzeichnungsleiste, die du meintest, sind wir beide irgendwie über den dritten Schritt gar nicht hinausgekommen, weil wir überhaupt nicht damit interagiert haben. Erst einmal, weil so viele andere Baustellen gefühlt erstmal da waren, die wir irgendwie klären. Es ist auch nicht so, dass man mit Ressourcen so zugespammt wird. Man hat auch jetzt muss schon wirklich oft mit seinen Ressourcen gut arbeiten. Man muss da wirklich auch mal hinterher sein. Das heißt sozusagen, diese Leiste gibt man dafür jetzt Ressourcen aus, um auf dieser Leiste vorzuschreiten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich es super gerne nochmal spielen würde, weil ich glaube, ich beim ersten Partie es nicht geschafft habe zu durchschauen, wie genau dieses Spiel eigentlich funktionieren möchte. Also deswegen, das hat mich bei der ersten Partie in Anführungsstrichen ein wenig enttäuscht, weil ich, wie gesagt,
ja, danach ein bisschen dachte so, was hätte ich jetzt irgendwie anders machen können, wie wäre ich jetzt da irgendwie, ich wollte mich aber direkt im Step verbessern, ich wollte es also nochmal spielen, ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, okay, da kann ich mehr rausholen, da kann ich mehr rangehen, es hat mir total viel Spaß gemacht, diese Kombination von Worker-Placement-Karten, um dieses Worker-Placement mehr sozusagen nochmal zu modifizieren, auch, ich finde es auch immer schön, wir werden ja nachher auch noch über Everdell sprechen, wenn man sozusagen nicht nur Worker-Placer hat, sondern quasi mit Karten oder mit anderen Elementen noch mehr machen kann. Es ist nicht einfach nur diese vier Aktionen, die man machen kann, indem man irgendwie vier Meeple platziert, sondern man kann die Meeple platzieren und noch andere Sachen machen und ist sozusagen dann nicht fertig. Und das finde ich eigentlich immer sehr cool. Das ist bei Anak, finde ich, eigentlich super cool geklungen. Man muss es halt nur noch ein bisschen für sich selber ein bisschen mehr rausschärfen, wie man das machen kann. Das war so mein Eindruck davon, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man, glaube ich, wahrscheinlich mit jeder Partie besser wird die Möglichkeiten besser ausschöpft. Es hat einen unglaublich schönen Spielplan, wo dann diese Insel drauf gezeigt, drauf gemalt worden ist. Das sieht sehr schön aus. Es spielt sich sehr rund, es ist so ein Ticken anspruchsvoller auch. Also, ist ja auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Ich fand auch bei der ersten Partie, ich habe den Hype nicht so ganz gecheckt, aber ich habe den glaube ich, den Clou des Spiels gefühlt auf jeden Fall. Also es war schon, wie du gesagt hast, der Wille nach weiteren Partien ist auf jeden Fall da, um noch andere Sachen auszuprobieren. Das Material finde ich ein bisschen absurd, weil einige Sachen sind sehr, sehr schön. Es gibt so Runenplättchen, die extra sind, und es gibt so Pfeilspitzen, die sehen super toll aus. Aber dann gibt es Pappmünzen und Pappkompasse. Und die Meeple sehen auch sehr rustikal aus. Das finde ich ein sehr interessanter Mix aus Material, weil es einerseits Standard ist und andererseits sehr, 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 sehr gutes Material ist. Ja, wir haben dann auch tatsächlich da auch drüber gesprochen, wie das kommt, dass quasi sozusagen jetzt die Münzen es dafür sich nicht mehr gelohnt hat, quasi, obwohl es ja auch Spiele gibt, die auch sozusagen Münzen haben oder zumindest Plastikmünzen oder ähnliches, und das, was bei diesem Spiel jetzt nicht mehr gereicht hat dafür, hat uns auch sehr gewundert, dieser Materialmix, zumal ja diese Runenplättchen, die du meintest, ja auch wirklich so gefühlt aussehen, wie so beschriebene Steintafeln, so wirklich mit eingestanzten, in Anführungsstrichen, Schriften. Das ist ja dann schon gefühlt sehr aufwendig. Deswegen haben wir das gewundert, warum das dann in anderen Fällen so abgefallen ist. Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall in Anführungsstrichen kritisieren, ja. Ja, genau. Also ich würde ja sozusagen, der Rest ist Standard und dann ist es mehr. Also ich weiß nicht, ob es kritisierbar ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Mix, ja. Es fällt auf, zumindest, ja. Genau, ja. Ich habe es danach ein oder zweimal, glaube ich, solo gespielt. Da ist ein relativ simpler zu steuernder Gegner da. Das funktioniert ganz gut. Ist aber, also ich glaube, für Leute, die anspruchsvollere Spiele mögen, ist das wahrscheinlich erstmal zu einfach. Also man kann ihn über mehrere Schwierigkeitsgrade machen. Aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Komplexität. Es gibt aber inzwischen auf der Seite vom Verlag bei Heidelberg Games gibt es einmal noch Karten, um das ein Ticken komplexer zu machen. Und es gibt jetzt auf Englisch schon eine Solo-Kampagne mit, ich glaube, jetzt müssen schon vier Szenarien raus sein. Die sollen auch auf Deutsch übersetzt werden. Da geht es dann um die Reise von Professor, dessen Namen ich vergessen habe. Also man begleitet irgendeinen Professor und dann gibt es bestimmte Sachen. Das ist bestimmt ganz cool, das will ich auch mal ausprobieren. Genau, ganz kurz noch zu Markgrafen. Das geht auch solo. Es gibt dazu auf im Shop von Sperrkraft gibt es so eine Mini-Erweiterung, da ist das dann solo spielbar. Das ist kein Gegner, sondern einfach nur eine Highscore, aber da hat bestimmte Ereignisse oder sowas. Das funktioniert solo auch gut. Ja. Wollen wir dann vielleicht, weil du schon angesprochen hast, einfach mit Everdell weitermachen? Ja, können wir gerne, ja. Everdell haben wir, ist das frischeste Spiel, glaube ich, auf der Liste. Es war das letzte, was wir, oder eins der letzten, was wir vorgestern Donnerstag gespielt haben. Vorgestern, ja. Ja, Everdell. Everdell ist ein Worker-Placement-Spiel, wo wir niedliche Tiere haben, die im Tal von Everdell, glaube ich, sich auf der Lichtung, glaube ich. Ja. In der Lichtung von Everdell ein Dorf aufbauen. Und das machen wir mit Karten und dafür müssen wir bestimmte Ressourcen ansammeln, und das Spiel wird über vier Jahreszeiten gespielt, aber auf dem Baum sind nur drei angezeichnet. Das war am Anfang ein bisschen irritierend. Und mit jeder Jahreszeit bekommen wir dann ein paar Meeple mehr. Also am Anfang starten wir mit zwei oder drei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube zwei oder drei. Zwei, und dann haben wir am Schluss haben am wir, glaube ich, fünf. Am Ende haben wir fünf, ja, ich glaube auch. Und neben der schönen Optik, weil passt ja sozusagen zur heutigen Folge,
ist ein Clou an dem Spiel, dass wir die unterschiedlichen Jahreszeiten individuell beenden und starten können. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen Spielen, wo wir sozusagen alle unsere Miepel einsetzen und eventuell noch Karten spielen und dann das so lange machen, bis alle gepasst haben. Und dann wird gemeinsam in die nächste Jahreszeit gestartet, sondern wenn wir fertig sind oder meinen, okay, jetzt möchten wir nichts mehr machen, dann beenden wir für uns die Jahreszeit, gehen in die nächste Jahreszeit über. Während die andere Person also noch im Frühling hängt, kann das sein, dass die nächste Person schon im Herbst ist. Theoretisch ja, aber also. Theoretisch ist es möglich, ja. Bei uns war es jetzt nicht so krass. Wir waren, glaube ich, immer abwechselnd oder ein Zugunterschied oder so. Ja. Obwohl tatsächlich dieser Mechanismus schon so ein bisschen in Anführungsstrichen Frustration hervorrufen kann, wenn man halt wirklich sozusagen schon die Jahreszeit beendet und dann halt in Anführungsstrichen warten muss, bis die andere Person auch was Plätze frei macht sozusagen, wo man eigentlich irgendwie drauf will. Also das ist natürlich auch dann, glaube ich, bei mehreren Spielern dann noch chaotischer. Das ist bei mehreren Spielern, glaube ich, noch chaotischer oder noch, noch irgendwie, aber noch sozusagen muss man noch mehr planen, noch mehr überlegen, wo man was hinstellt, weil sozusagen natürlich, wenn ich habe dann meine Jahreszeit beendet, wollte, weil ich unbedingt irgendwie Holz brauchte. Johannes stand aber auf diesen Holzdingern drauf und war noch in der Jahreszeit und hat eben seine Miepel nicht weggeräumt. Also es war so ein bisschen der Moment von, jetzt räum's weg, beende deine Jahreszeit bitte. Das heißt sozusagen, das wird mit mehr Spielern natürlich wahrscheinlich noch spannender, noch durchdenkenswürdig, dass man nämlich guckt, okay, jetzt muss ich genau gucken, wer beendet wann seine Jahreszeit, wann kann ich da hin, so welche besetze ich jetzt sozusagen. Das ist auf jeden Fall schon eine Mechanik, die irgendwie cool greift und auf jeden Fall bei mehreren Personen auch, glaube ich, cool viel Chaos reinbringen kann. Ja, was ich auch noch bei Everdell fand, ich hatte das Gefühl, es ist ein Ersteindruck, weil wir haben das erst einmal beide gespielt, dass einige Einsatzfelder deutlich besser sind als andere. Also es gibt Einsatzfelder, wo wir einige Ressourcen bekommen, aber es gibt auch Einsatzfelder, wo wir dann Karten abgeben können, um beliebige Ressourcen zu bekommen oder Ressourcen und Karten oder unterschiedliche Ressourcen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass einige Einsatzfelder deutlich besser oder, also gefühlt war es immer so, okay, sobald das eine Feld frei war, sind alle, die nächste Person, die dran war, hat das sofort immer das Feld genutzt. Ja. Ja, muss man gucken, wie das bei mehreren Partien ist. Und auch bei den Karten, es ist ein relativ großer Kartenstapel, die dann immer so unterschiedliche Bedingungen haben oder sowas. Genau, haben wir auch nicht gesagt. Es gibt einmal Gebäude und es gibt Wesen. Und jedes Wesen hat ein zugeordnetes Gebäude, weil normalerweise kosten die Tiere Beeren. Aber wenn wir... Also wir wollen den Lehrer in unser Dorf legen, aber wir haben schon die Schule gebaut. Keine Ahnung, ob das jetzt die Kombi ist, aber sie klingt logisch. Ja. Dann müssen wir halt für den Lehrer nichts bezahlen. Also so kann man sich auch so ein paar Kombos dazu machen. Oder es gibt halt auch unterschiedliche Arten von Karten, die auch irgendwie zusammen werten. Also ich hatte irgendwie eine Karte, die für jedes einzigartige Gebäude bekommt man einen Punkt. Genau, und so kann sich dann mit den Karten unterschiedliche Kombos zusammengemacht werden. Genau, und was ich zu den Karten sagen wollte, da bin ich mir irgendwie nicht sicher, wie groß da der Glücksfaktor ist, dass bestimmte Karten auch aufgedeckt werden. Gerade zu zweit, also wir ziehen zwar welche und es gibt so eine Auslage von 12 Karten müssen das gewesen sein. Und es gibt auch wahrscheinlich die meisten Karten doppelt, vielleicht nicht die einzigartigen oder auch, obwohl nicht, ich hatte auch eine einzigartige Karte, die es doppelt gab. Das ist halt nur die Frage, es kann natürlich vielleicht irgendwie sein, dass dann blöd gemischt wurde und dass du unbedingt auf den Ehemann wartest zur Ehefrau zum Beispiel, den hatten wir doch nicht, genau. Genau, richtig, wir hatten da mehrere Ehefrauen rumliegen, aber es fehlten die Ehemänner und da weiß ich dann nicht, wie hoch da der Glücksfaktor ist, aber es ist halt nur ein Ersteindruck dazu, ja. Genau, also mir ist tatsächlich super viel Spaß gemacht, weil ich diesen Aspekt, was ich ja vorhin bei Arnak schon gesagt habe, dass man darüber hinausgeht, einfach nur Worker-Placer zu machen, oder dass man eben danach noch Möglichkeiten hat, Karten zu spielen. Du kannst mit diesen Karten dann bestimmte Effekte auslösen, kannst auch dazu sagen, die Placement, es gibt auch dann sozusagen Karten, wo du deine Figur draufstellen kannst. Genau, das ist dann, erweitert quasi die Placement-Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich schon ziemlich cool, weil du ja zumal auch mit diesen Karten auch zum Beispiel Gebäude bauen kannst, die dir dann nach bestimmten Jahreszeiten noch Ressourcen geben. Also du kannst auch quasi wahrscheinlich auch nochmal genauer planen,
dass man jetzt im Frühling die und die Gebäude auf jeden Fall bauen muss, dass man auf jeden Fall dann noch abernten kann im Sommer und im Herbst. Das ist also schon etwas, was man, glaube ich, perfektionieren kann mit mehreren Runden, um sozusagen sich bestimmte Strategien zurechtlegen kann, wo man bestimmte Ideen davon haben kann, wie man gut zum Ziel kommt. Und das fand ich wirklich sehr toll. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, ja. Ich hatte sehr viel Holz zwischendurch. Ja, also ich bin das am Ende fast komplett losgeworden. Also es hat sich gelohnt. Aber ich hatte irgendwann, ich weiß nicht, hatte ich glaube ich so 9 oder 10 Holz und dachte so, okay, mal gucken, was du damit jetzt machst. Ja. Hat super cooles Material, weil die Tiermiepel sehen halt so individuell aus. Also ich habe mit den Schildkröten gespielt und du hast mit? Ich glaube mit den Eichhörnchen. Mit den Eichhörnchen gespielt. Ja. Und das Holz ist aus Holz und die Kiesel, ich weiß nicht, ob die wirklich aus, vielleicht sind die aus Plastik wahrscheinlich, ne? Eher, aber sozusagen die Optik und die Beeren sind so eine Gummi, so eine etwas, ja, so flummiartige Dings. Und dann gibt es noch so Harz, was so aus Plastikkristalle sehen die sozusagen aus, genau. Und es gibt noch so einen zusammensteckbaren Baum, der auf den Spielplan gestellt wird, wo so 3 Karten und 3 Miepel draufstehen, der ein bisschen unnötig ist. Ja, aber es ist halt eine Waldlichtung. Es ist halt, finde ich, schon thematisch natürlich schön, aber ist natürlich, braucht man ihn? Nein, aber ist halt irgendwie thematisch schön, auch am Fluss, der Baum am Wald und so. Es ist schon irgendwie sehr, sehr schön und auch die Materialien, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf eingehen, sind auf jeden Fall erwähnenswert bei Everdell, weil sie eben sich in Anführungsstrichen Mühe geben, auch haptisch ein schönes Spielgefühl zu haben und nicht nur zum Anschauen, sondern eben auch zum Anfassen, was natürlich auch nicht üblich ist vielleicht. Das war Everdell und das nächste Spiel, was wir gespielt haben, war Santa Monica, was ein relativ seichtes Legespiel ist, in dem wir am Strand von Santa Monica Karten auslegen und unterschiedliche Miepel, die Einheimischen, VIPs und Touristen wahrscheinlich einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind da die dritten, würde ja Sinn ergeben, die können wir dann über die Karten bewegen und an bestimmte Spots setzen und es gibt unterschiedliche Karten, die Effekte triggern oder Punkte bringen, wenn die an bestimmte andere Karten angrenzen sind und es gibt unterschiedliche Wertungsmöglichkeiten und sobald wir alle insgesamt 14 Karten platziert haben, also in unseren Strand, endet das Spiel und es gibt einmal die Promenade und es gibt einmal den Strand und da müssen wir dann mal gucken und die Kartenauslage besteht auch aus 2 Reihen und wir können nur aus der ersten Reihe nehmen. Und dann gibt es noch einen Foodtruck und einen Gourmet. Connoisseur bestimmt auch, aber er ist ein Gourmet. Vorrangig ist er Gourmet, zweitrangig Connoisseur. Genau, und dann gibt es noch so ein bisschen, es gibt noch eine Währung, Sanddollar, und da kann man auch so ein bisschen Bonusaktionen machen. Genau, aber im Kern relativ seichtes, zugängliches Legespiel. Ja, was mir total gefallen hat, war die Optik, also zum Beispiel auch fand ich total lustig, dass die Touristenmiepel haben so eine Kamera um, also ein Holzmiepel, die dann so eine Kamera aufgedruckt haben, die Einheimischen haben so eine Sonnenbrille auf, das fand ich total schön und auch das Artwork, wenn einem das gefällt, es ist halt sehr zurückhaltend, sehr, sehr so pastellige gedeckte, Farben, matte Farben, genau. So gefühlt so das Hipster-Spiel, also ein bisschen es ist irgendwie super, für mich war das total ansprechend gezeichnet vom Spielding an sich. Ich war und bin ja noch nie der große Legespielfreund gewesen. Werde ich, glaube ich, auch nicht werden, aber es war nett. Also es war ein nettes Legespiel mit einem Twist, dass man sich schon überlegen musste, was mache ich, was für Karten brauche ich. Aber auch mit einem großen Glücksfaktor, weil du kannst dich zum Beispiel diese Figuren auch nur, du musst sie bewegen für Punkte am Ende oder für Minuspunkte. Aber du brauchst dafür Karteneffekte, die diese Bewegung triggern können. Und wenn du Pech hast, findest du halt einfach keine Karten nach, die diese Bewegungseffekte triggern können. Und das kann zu Frust führen, weil du irgendwie das Spielziel nicht erreichen kannst mit den Karten, die ausliegen, obwohl du es erreichen musst, um irgendetwas tun zu können. Das ist halt natürlich dann so ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein cooles, rundes Legespiel, was man dann zwischendurch nett machen kann, nichts Besonderes. Aber Ja, würde ich auch sagen. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal darüber geredet, als ich es noch nicht gespielt habe. Die Box finde ich viel zu groß. Ja. Dafür, dass da nur, also das ist gut produziert. Also die Kartenqualität ist gut, die Miepelqualität ist gut.
Aber die Box ist viel zu groß und wir alle wissen, die viele Spiele haben, wir haben jetzt nicht unbedingt den Platz für unnötig große Schachteln. Und ich habe das auf Instagram einen schönen Kommentar gelesen, hat gesagt, Box ungefähr halb so groß und das Spiel 10 Euro günstiger und dann wäre das ein Hit. So finde ich es auf jeden Fall überteuert und auch ein Tick überproduziert für das, was es ist. Also ja, ich habe nichts gegen hochwertig produzierte Spiele und ich zahle da auch gerne mehr Geld für, aber da muss da, finde ich, auch mehr Spiel drin stecken. Und dafür ist mir Santa Monica dann Ticken zu seicht. Also ich mag das, ich finde es ein rundes Legespiel und ich mag auch so kleine, schnelle Legespiele. Aber ich würde mir das, glaube ich, nicht für, also dafür ist mir das zu teuer einfach und eine zu große Schachtel. Also das hätte auch einfach in eine Schachtel, glaube ich, von Der Kartograf reingepasst. Auf jeden Fall. Und niemand würde für Der Kartograf 40 Euro bezahlen. Ja, also es ist vor allen Dingen auch natürlich das Spielmaterial irgendwie hochwertig gemacht, aber es ist dann gefühlt nicht so, dass man denkt, das brauche ich jetzt unbedingt, um dieses Spielgefühl sozusagen zu unbedingt jetzt zu haben, so diese hochproduzierten Sachen, das passt sozusagen nicht in das Spielgefühl unbedingt rein. Man hätte es kleiner machen können, man hätte auch das Spielmaterial nicht so hochwertig machen müssen, dann wäre das Spiel genauso gewesen wie jetzt. Es ändert nichts. Das hochwertige Spielmaterial ändert nichts an dem Spielgefühl. Und das ist dann die Frage, braucht man das dann, wenn es halt nicht irgendwie zutragend ist für das Spielerlebnis oder was auch immer. Ja. Und dann haben wir noch ein fünftes Spiel, über das wir reden wollen, nämlich Meadow. Und Meadow ist ein Kartenspiel mit Set Collection und hat eine Naturthema. Der Untertitel heißt auch Im Reich der Natur. Und es gibt unterschiedliche Arten von Karten, die wir übereinander legen. Und auf den Karten sind immer unterschiedliche Symbole drauf. Und je mehr Karten wir drauflegen wollen, müssen wir bestimmte Bedingungen erfüllen. Also es gibt so Grundkarten, die eine bestimmte ein Boden oder ein Untergrund sozusagen darstellen. Und dann ist auf der einen Karte ist ein Schmetterling drauf und auf der anderen Karte ist vielleicht ein Haus. Und dann können wir als nächstes einen Vogel spielen, aber dafür brauchen wir dann vielleicht eine Larve oder einen Käfer. Und dann brauchen wir vielleicht für einen Raubvogel vorher zwei Vögel. Und dann gibt es ganz, ich weiß gar nicht, wie viele Symbole es gibt. Das sind also über 10 auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Symbole. Und das wird über 6 Runden gespielt und dann wird dann am Ende geguckt, wer hat die meisten Punkte. Und es gibt so eine Auslage von 16 Karten, mit dem wir haben so Art Zaunpfähle sozusagen aus Pappe, also Papptoken, und die legen wir an den Spielplan an und da ist eine Zahl drauf. Das heißt, wenn wir rechts oben den Token mit der 2 anlegen, nehmen wir halt von rechts die zweite Karte. Und wenn wir unten halt die mit der 4, nehmen wir halt die vierte Karte von da an. Und das ist ganz lustig, wo man dann überlegen muss, okay, wo lege ich das Ding an, um die entsprechende Karte zu bekommen. Und gleichzeitig ist auf jedem von den 5, also es gibt 5 davon, auch noch so eine Sonderaktion drauf, die wir an so einen anderen Plan anlegen können. Genau. Ja, und das ist von der Komplexität her passt das irgendwie so in die Reihe, weil es ist kein Familienspiel, es ist ein Ticken darüber. Finde ich so ähnlich wie Markgrafen von Valeria oder Everdell. Vielleicht ein bisschen weniger als Everdell, ja. Es ist halt ein Spiel, was man krass zerdenken kann, auf jeden Fall. Also wir haben, ich weiß noch, dass wir beide tatsächlich da teilweise 5 Minuten saßen, und also nicht 5 Minuten, das ist übertrieben, aber gefühlte 5 Minuten saßen, um einen Zug zu machen, weil man wirklich im Kopf durchgerattert ist, nee, das wollte ich doch jetzt machen, okay, jetzt wenn ich die Karte, kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Okay, wie komme ich da jetzt, um das noch zu machen? Und es ist ein sehr, sehr denklastiges Spiel, wenn man so etwas mag, dass man quasi sich auch wirklich mal 30 Minuten Schweigen gegenüber sitzt, wirklich null Interaktion miteinander hat und einfach so vor sich hin puzzelt, das muss man halt mögen. Wenn man aber so Kopfzerbrecher irgendwie daran Spaß hat, auf jeden Fall super empfehlenswert. Das sieht super schön aus und ich finde diese Idee von, man bedeckt etwas und muss dann quasi damit etwas Neues aufbauen, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ist auch theoretisch flott gespielt. Das ist halt, wir sind normalerweise eigentlich schon eher BauspielerInnen und hier haben wir schon krass gegrübelt und dadurch hat es dann länger gedauert. Solo spielt sich das sehr, sehr flott, das finde ich sehr angenehm. Du hast schon die Optik angesprochen, die sieht sehr, sehr schön aus. Also diese ganze Natur und die Tiere werden alle sehr, sehr schön dargestellt. Das ist einfach, finde ich, einfach ein sehr rundes Spiel. Aber auch wie gesagt, es ist komplett solitär. Also auf jeden Fall, abgesehen davon, dass man sich sozusagen ein bisschen Platz verbaut und es gibt noch so bestimmte kleine
Bedingung, die man erfüllen kann, dass zwei Symbole sich angrenzen. Das kann man dann sozusagen dem anderen wegnehmen, aber sonst gibt es keine Interaktion. Mich stört das überhaupt nicht, aber da müsst ihr euch darauf einstellen, auf jeden Fall. Und es hat noch einen extra Bonus bei dem Spiel, wo Johannes schon gefühlt ein bisschen die Augen verdreht hat, als ich das dann freudestrahlend in der Schachtel entdeckt habe. Und zwar gibt es ein Beiheft und auf jeder Karte ist eine kleine Zahl drauf, eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Man kann dann zu jedem Tier, zu jeder, es gibt dann auch dort Landschaften, sozusagen zu der Landschaft gibt es dann Fun Facts in Anführungsstrichen oder wissenschaftliche Fakten. Das ist jetzt irgendwie die so und so Larve, die bringt so und so viele Kinder tagtäglich zur Welt, lebt nur 30 Tage, so und so. Also man kann quasi, wenn man Lust dazu hat, sich auch noch quasi über die einzelnen Tier- und Pflanzenwelten, die dort abgebildet sind, noch informieren. Und merkt dann, glaube ich, habe es dann so ein bisschen nebenbei gelesen und merkt dann dabei tatsächlich auch dabei, dass sich bei diesen Kombinationen auch echt was dabei gedacht wurde. Also natürlich, wenn man einen Raubvogel hat, das vorhin braucht man natürlich Beutetiere, um dass dieser Vogel halt quasi natürlich in seinem Territorium landet. Dass man braucht für bestimmte Häuser, braucht man bestimmte Böden, man braucht sozusagen bestimmte Lebensräume für bestimmte Tiere. Und das ist schon eigentlich sehr, sehr schön, finde ich, thematisch durchdacht, dass man wirklich in Anführungsstrichen logisch darüber überlegt hat, diese Symbole aufeinander aufbauen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Wenn man Lust hat, kann man eben ähnlicher wie zum Beispiel auch bei Flügelschlag, wo ja auch auf den einzelnen Vögeln bestimmte Fun Facts zu den Vögeln draufstehen, ein bisschen immer was irgendwie lesen, was lernen. Das finde ich irgendwie sehr schön, dass da nochmal dran gedacht wurde. Es ist kein Muss, es hat überhaupt nichts mit dem Spiel, Spaß und sowas zu tun, aber es ist, finde ich, sehr, sehr toll, dass es dabei ist. Und einfach, wenn man möchte, da noch weiter lesen kann, schauen kann, entdecken kann. Das finde ich sehr cool, ja. Das Spiel möchte euch also auch noch was beibringen. Ekelig. Bildungsauftrag. Nein, das ist ja sehr schön, dass das inzwischen viele Spiele haben. Oder was heißt viele Spiele, aber einige Spiele haben. Das ist ja auch, wenn ihr von Uwe Rosenberg aller Erde oder Fest für Odin, die gehen dann noch einen Schritt weiter. Da ist dann ein Beiheft, was, glaube ich, länger ist an die Anleitung, wo dann 20 Seiten oder 30 Seiten über die ostfriesische Geschichte was geschrieben ist und dann was. Die Geschichte der von Reusen sozusagen, um Fische zu fangen oder von, keine Ahnung, Aale, das auch super spannend dann sein kann. Ich würde gerade sagen, Uwe Rosenberg rastet da immer ein bisschen aus, was natürlich aber eigentlich cool ist. Ja, da merkt man, das ist eigentlich so ein bisschen deutsche Geschichte sozusagen im Spiel drin auf jeden Fall. Das ist ja schon eine schöne Idee dann. Aber das soll ja gar nicht das Thema heute sein. Nein, über historische Akkuratheit? Wie akkurat sind historische Spiele? Können wir gerne noch mal in einem anderen Podcast reden. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil ich habe ja Geschichte studiert und deswegen, wenn irgendwas... Ich nicht. Aber wenn irgendwas Historisches ist, ein Spiel, dann muss ich mal Johannes ganz oberlehrerhaft darüber belehren oder darüber mit ihm darüber sprechen. Und er ist auch schon so halb genervt, hört mir auch gar nicht mehr zu, wenn ich dann sage, ja, und Ramses der Zweite, wenn dann wir irgendwie Pharaon auf den Tisch legen oder was auch immer. Und dann ist es dann immer schon so, ja, ich lese mal die Anleitung, muss nochmal eben nachgucken, was muss ich hier aufbauen, hört mir so gar nicht mehr zu. Ich irgendwann fange dann an zu referieren. Und deswegen würde ich da auch super gerne mal drüber sprechen, weil ich das auch mega spannend finde über die Historizität von Spielen. Ja, also das ist aber eine andere Folge, nicht diese. Sondern diese Folge ist natürlich schöne Spiele. Und Meadow ist natürlich auch ein super, super schönes Spiel und wäre bei uns oder kommt bei uns auf jeden Fall auch auf die Liste von schönen Spielen, würde ich sagen. Genau, wir haben sozusagen von den Spielen, die wir gespielt haben, haben wir uns 5 ausgesucht, wo wir wahrscheinlich oder wo wir alle sagen würden, die haben was Besonderes und haben ein schönes Artwork oder auch ein schönes Cover oder tolles Spielmaterial. Und dann halt überlegt so, was macht denn überhaupt ein Spiel schön? Und das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein, sozusagen. Ne? Also wir haben schon gerade bei Meadow und Everdale über das Artwork und die Illustrationen gesprochen, wenn wir dann also auf dem Cover von Meadow ist ein Marder oder Wiesel. Auf jeden Fall, es gibt bei Meadow ganz viele andere Tiere, die dann alle in so einer super schön illustriert sind. Oder bei Everdale geht es ja eher in so eine, also da werden die Tiere ja sozusagen vermenschlicht, da sind das keine ganz naturgemäßen Darstellungen, sondern ein bisschen vermenschlicht. Und in Markgrafen haben wir halt diesen einzigartigen Stil von The Miko oder The Maiko, ich weiß auch immer nicht, wie es betont werden soll. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Aspekte sozusagen, die ein Spiel schön machen können. Und wir haben das so ein bisschen unterteilt.
und wollen einfach mal anfangen mit dem Material, weil das ja schon gerade, also ein wesentlicher Aspekt ist, glaube ich, wie viele Spielerinnen und Spieler glücklich gemacht werden können mit gutem Material. Und was uns gleich eingefallen ist, auch beim anderen Punkt, aber ich glaube, das ist Scythe. Weil Scythe hat einerseits natürlich ein schönes Artwork und einen schön illustrierten Spielplan und auch diese, es gibt ja bei Scythe so Begegnungskarten, die ja auch alle einzigartig illustriert sind. Dieses ganze Spiel basiert hier auf dieser Welt 1920 plus von Jakob Rosalski. Das ist halt sozusagen so eine alternative Vergangenheit. Aber Scythe hat ja zusätzlich auch noch bunte Minis, also diese Mechs, die wir, also jede Nation hat 4 Mechs, die auch alle unterschiedlich aussehen, was ganz cool ist. Und da gehen wir später nochmal drauf ein, aber es gibt für Scythe halt auch Metallmünzen, es gibt für Scythe so, die bereits im Grundspiel sind so Holzressourcen drin, aber es gibt halt auch so Realistic Resources, wo dann die Metallbarren, ich weiß nicht, ob das wirklich Metall ist, sie sind sehr schwer, das könnte schon tatsächlich irgendein Metall sein, ja. Also ich glaube, Scythe passt halt in das, wir haben vorhin schon so ein bisschen natürlich darüber gesprochen, was wir eigentlich jetzt machen möchten. Und da haben wir das so ein bisschen, das stimmungsvolle Auffangen der Thematik. Also sozusagen Scythe schafft, eine eigene Welt zu erschaffen durch sein Material, durch sein Artwork und schafft es auch, das zu transportieren an den Spieler. Also es ist wirklich ein Komplettpaket durch das, wie es gestaltet ist, durch das, wie es haptisch, was für ein haptisches Erlebnis es ist, schafft es das wirklich ganz toll. Und ist natürlich eine Frage, ob man das möchte, wenn man ein Spiel auf den Tisch packt, ob man dann in diese Welt hineingezogen werden möchte. Wir haben ja in dem Podcast mit Alper über Narrativität sozusagen auch gesprochen. Möchte man quasi in diese neue Welt eintauchen? Möchte man diese Welt entdecken mit all dem, was in dieser Welt so stattfindet? Und das schafft Scythe eigentlich sehr gut, einen in diesen Bann zu ziehen, durch das Haptische, durch das Objekt, was man sieht. Und das schafft es eben ziemlich gut. Das schafft zum Beispiel Everdell auch, finde ich, ziemlich gut, was man sozusagen dort auch in dieser, auf dieser Lichtung steht, diese Tiere irgendwie sozusagen, diese Leben, diesen Lebens Ding irgendwie sozusagen da reintaucht in diese kleine Welt und sozusagen dort dann Teil von diesen kleinen wuselnden Tieren ist, die sich irgendeine Zivilisation aufbauen. Also es gibt bestimmte Spiele, die durch ihr Material das wirklich schaffen, einen so einzusaugen in dieses Ding. Und da gehört Scythe auf jeden Fall ganz doll mit dazu. Und ich glaube, wenn wir haben ja, am Anfang habe ich ja gesagt, wir können keine objektive Liste machen, weil es immer Geschmack ist, aber ich glaube, bei Scythe sprechen wir wahrscheinlich mit der Mehrheit, wenn wir sagen, dass das wirklich sehr, sehr hochwertiges, sehr, sehr tolles, sehr, sehr schönes Spiel ist und auf jeden Fall auch, selbst wenn man diesen Artwork nicht mag oder diese sozusagen das Spiel, mit dem Spiel auch nichts anfangen kann, das trotzdem als schön anerkennen kann, definitiv, ja. Was glaube ich auch vom Material her unbestritten sehr gut. Das ist Parks, was ja ein kleines Familienspiel oder Kinder, könnte man auch, glaube ich, diskutieren, wie komplex ist das Spiel, aber es ist kein hochkomplexes Spiel. Aber das hat ja neben bedruckten Miepeln und einem, es basiert ja auf dieser Reihe 59 Parks, wo halt diese Nationalparks in den USA illustriert worden sind. Und neben diesen schönen Illustrationen hat das halt individuelle Token, also es gibt Sonne, es gibt Wassertropfen, es gibt so eine Joker-Ressource, die dann halt alle unterschiedliche Tiere sind. Dann hat das Ding noch ein Inlay, wo die Karten perfekt reinpassen. Und jetzt in der Erweiterung Sternstunden kommen halt noch so bedruckte Zelte dazu und es halt auch, dann gibt es den Startspielermarker, den Startspielerinnenmarker, der aus Metall ist, aber irgendwie so, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Münze. Irgendwie so ein Abzeichen oder sowas gefühlt aus Metall. Genau, ja. Und da ist noch irgend sowas drauf. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist, sieht auch super hochwertig aus. Es ist ein Spiel, das, glaube ich, auch so optisch so ein Komplettpaket ist. Das ist auch sehr schick auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass die Karten von unterschiedlichsten Illustratorinnen bespielt wurden, ist es natürlich auch, jeder Park sieht individuell aus. Nicht nur individuell, weil jeder Park natürlich anders aussieht, sondern auch, weil
jeder Künstler das anders für sich interpretiert hat, wie man diesen Park jetzt darstellt. Und das ist schon total toll, auch auf jeden Fall. Also jeder Park, da kann man sich echt gut drin verlieren, das sich mal anzuschauen und auch auf die Instagram-Seite zu gehen, seit ich von 59 Parks, und sich da auch nochmal ein bisschen inspirieren zu lassen. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll und ganz, ganz schön. Und auch für jeden definitiv etwas dabei. Ja. Ein Spiel, was so in die ganz optisch in die ganz andere Richtung geht, aber auch materialtechnisch super ist, ist Project L. Das ist ein Puzzlespiel und es hat auch so Tetris-Teile und wir puzzeln die Tetris-Teile auf so kleine Plättchen, die auch double-layered sind, also die sind so eingestanzt. Genau, eingestanzt, also da kann man da richtig reinlegen, das ist nicht einfach nur eine platte Karte. Das Krasse an dem Material sind diese Puzzleteile, die bestehen, glaube ich, aus irgendwie Acryl oder sowas. Mm. Und die sind halt so weit von robust, also die kannst du hin und her schmeißen, da kannst du, glaube ich, drauf beißen und die Dinger gehen nicht kaputt. Also das ist wirklich Top-Material. Ja. Und auch halt die Plättchen, wo du die Puzzledinger reinpuzzelst, die sind auch sehr hochwertig auch bedruckt, die haben so eine leichte, das sind so ganz leicht, fühlst du da so die Symbole auf den Karten oder diese Noppen auf den Karten. Das ist auch sehr, sehr tolles Material. Und hat einen ganz anderen Stil, weil halt die Karten komplett schwarz oder weiß gehalten sind. Und dann kommen halt diese grellen Farben der Puzzleteile oben drauf. Ja, also vor allen Dingen auch dieses Anhaften sozusagen von, also dieses Anfühlen dieser ganz dicken, auch dicke Plastik, das sind nicht schmal, das sind wirklich dicke Plastikdinger. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man gerne in Anführungsstrichen mal in dem Beutel grabbelt, wenn man sozusagen mal dieses Gefühl hat, sozusagen das irgendwie in den Fingern zu haben. Finde ich tatsächlich auch immer wieder toll, das auf den Tisch zu holen, einfach um auch sozusagen dieses super Reduzierte zu haben, was aber durch seine Farben ganz toll irgendwie rauspoppt und irgendwie ganz, ganz toll ins Auge fällt. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir zum Material, also wir haben jetzt sozusagen über ganz verschiedene Sachen geredet. Ich glaube, was ich noch benennen wollen würde, wäre so etwas wie Sagrada, was jetzt halt erstmal nicht in den ersten Fokus fällt, wenn man über Material nachdenkt. Dort gibt es ja so, wir sind ja Kirchenfenstermacher, Kirchenfensterbauer und gestalten deswegen bunte Kirchenfenster. Und ich finde, bei Sagrada ist toll, was das Material, was man hat. Man hat auch so double-layered Kirchenfenster und dort tut man farbige Würfel hinein, die dann sozusagen diese farbigen Splitter sein sollen in den Kirchenfenstern. Und ich finde, durch diese bunten Mischungen, die man dann dort mit diesen bunten Würfeln anstellt, hat das auch etwas ganz, ganz Tolles. Und ich finde, Sagrada ist ein cooles Beispiel dafür, wie man jetzt erstmal aus so etwas nichtssagenden Pappdingern mit ein paar bunten Würfeln irgendwie schöne Sachen machen kann. Das heißt sozusagen, dass mit dem Zusammenspiel von Material und Optik und Illustration macht irgendwie was ganz, ganz Tolles, Neues. Und das finde ich auf jeden Fall, was auch, wenn man über schöne Materialien spricht, auch etwas sein sollte, dass man irgendwie natürlich diese Materialien auch irgendwie cool einsetzt. So, dass man die auch irgendwie cool benutzt, cool verwendet, dass man irgendwie neue Möglichkeiten findet, irgendwie mit Farben zu spielen und die Würfel nicht einfach nur rot, blau, grün macht, weil man irgendwie dann besser sagen kann, ja, rote Würfel sind jetzt das, grüne Würfel sind das, sondern einfach, man nutzt die Farben wirklich, um etwas Schönes herzustellen. Und das finde ich auf jeden Fall bei Sagrada total toll. Ja, Sagrada ist auch so ein Spiel, wo die einzelnen Komponenten jetzt irgendwie nicht besonders krass sind, sondern das Zusammenspiel davon. Das heißt, wenn du dann dieses Tableau hast mit dem Kirchenfenster, nach und nach platzierst du dann die bunten Würfel und am Ende hast du dann halt sozusagen ein komplett buntes Kirchenfenster und das sieht dann super schick aus. Ja. Auch wenn es halt eigentlich nur, also es sind halt schöne bunte Würfel, aber es ist jetzt nicht so, du denkst so, wow, aber ich finde auch, wenn es dann auf dem Tisch ist und du hast diese schönen Würfel, dann sieht das halt immer sehr schick aus, ja. Auf jeden Fall. Und es ist halt trotzdem auch ein Beispiel dafür, dass man mit relativ wenig irgendwie ein schönes Spiel machen kann. Also jetzt auch Project L ist ja auch relativ wenig, aber man kann trotzdem ein schönes Spiel davon machen, ohne großen Aufwand teilweise zu haben. Einfach mal eine schöne Idee und kann trotzdem auch für wenig Geld, also gerade ist ja auch nicht so teuer zum Beispiel, trotzdem irgendwie ein schönes Spiel auf den Tisch bringen, was jetzt nicht, was trotzdem super ansprechend sein kann, sozusagen. Ja. Wollen wir vielleicht jetzt kurz zu Meeple und Minis gehen? Ja, weil das gerne passt, glaube ich, am ehesten noch zum Material. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir das jetzt direkt besprechen. Also wir haben ja Scythe kurz schon angesprochen durch die Minis. Es gibt ja ganz viele
Spiele, die, aber da sind wir ja nicht so drin, sozusagen gerade so Dungeon Crawler oder so thematische Spiele, sowas wie Zombicide oder auch Gloomhaven oder Nemesis haben wir auch schon mal gespielt, was halt große, viele große, tolle Minis haben, die dann natürlich meistens am schönsten aussehen, wenn sie bemalt sind. Wenn sie nicht grau sind, ja. Genau, wer da die Motivation und auch das, die Geduld und das Können hat. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die tolle Miepel haben. Also da ist zum Beispiel Draftosaurus eingefallen, was ja ein kleines, schnelles Drafting-Spiel ist, wo es halt ganz unterschiedliche Dinosaurier-Miepel gibt, wo man auch sofort, und die haben auch unterschiedliche Farben und das ist auch super cool, so von der Haptik her. Ja. Ne? Und wir sehen dann halt unseren kleinen, ist ein kleines, schnelles Spiel, aber auch bereits auf diesem kleinen Plan sieht man dann mit, je mehr Dino-Miepel dann auf dem Plan draufstehen, desto cooler sieht es dann irgendwie aus. Es gibt ja irgendwie mehrere von diesen parkähnlichen Spielen, wo man so Tiermiepel hat, die aus Holz sind, wo auch dann individuelle Tiermiepel dabei sind. Wir haben zum Beispiel jetzt letztens auch Zoography gespielt. Mir ist noch auch Dinosaur Island dazu eingefallen. Es gibt natürlich noch hier New York Zoo, wo es ganz verschiedene Tiermiepel gibt, die aus Holz sind, wo es ganz individuelle verschiedene Sachen gibt, was natürlich irgendwie cool ist. Wir haben vorhin zum Beispiel, hast du bei Anak gesagt, so die Miepel sind irgendwie nichts Besonderes, sondern so, es gibt ja auch viele Spiele, die dann verschiedene menschliche Miepel zum Beispiel haben, ist natürlich auch cool, aber oft sind es dann doch diese ganz unisex Arbeiter gefühlt, die irgendwie in jedem zweiten Spiel drin sind, und ich finde es immer schön, wenn man irgendwie eine haptische Holzfigur hat, die nicht aussieht wie jeder Miepel aus jedem x-beliebigen Spiel, und das finde ich bei diesen Zoopark-Simulatoren-Spielen, es ist ganz oft sehr schön gelöst, ja. Ja, ist auch gerade bei diesen Zoopark-Spielen, also es gibt ja ganz viele Eurogames, gerade wenn wir so an Uwe Rosenberg denken, da ist auf jeden Fall Schweine, Kühe, Schafe sind dabei und ich freue mich immer über Schafe. Ja. Jedes Spiel wird mit Schafen auf jeden Fall besser. Aber gerade du hast Zoography schon angesprochen, das ist, finde ich, auf mehrfacheren Ebenen cool, weil es hat einerseits diese unterschiedlichen Tiere, die auch unterschiedliche Farben haben, die aber auch unterschiedlich groß sind. Das heißt, es gibt große Tiere wie Nashörner oder Giraffen, die dann halt auch wirklich groß sind. Dann gibt es aber auch Gazellen und Zebras, die halt kleiner sind. Und zusätzlich gibt es noch einzigartige Tiere, die dann auch noch bedruckt sind. Das ist natürlich auch eine coole Idee, dass dann so Tiere wie Erdmännchen oder Faultiere oder hier dein... Der rote Panda, der Katzenbär. Der Katzenbär oder Tiger. Ja. Die sind dann halt noch einseitig bedruckt. Das ist dann auch wieder cool, um nochmal auch im Spiel sozusagen hervorzuheben, dass die nochmal eine andere Bedeutung haben. Und es gibt auch in Zoography, wir bauen uns halt so einen Tierpark zusammen und wir müssen halt auch Visitor, also Spiel ist auf Englisch, also Besucherinnen und Besucher einstellen. Und die haben unterschiedliche Hautfarben. Also ja. Da wird auch gleich es gibt so eine Erweiterung, da sind dann noch unterschiedliche Rollen dabei, da wird auch sehr auf Diversität geachtet, was auch einfach ein schöner kleiner Aspekt ist, der das Spiel nochmal, finde ich, so ein bisschen hervorhebt. Ja, also sozusagen dadurch, dass die Spielfiguren sozusagen hier auch wirklich an jetzt Menschen und keine bestimmten Farben haben, wie jetzt, das sind deine roten Miepel, das sind meine gelben Miepel oder wie auch immer, sondern dass man dann quasi wirklich, ja, das an eine menschliche Form und an eine menschliche Hautfarbe in Anführungsstrichen anlehnen wollte, ist natürlich super schön gelöst, dass sie eben nicht diese europäische Hautfarbe haben, sondern im Endeffekt das ganze Spektrum abdecken und man kann sich quasi am Anfang auch aussuchen, was für Miepel man dann möchte, welche Farben man haben möchte. Man kann da ganz bunt reingreifen, sozusagen blind, und kann sich einfach welche rausnehmen. Und es ist halt für Spielgefühl vollkommen egal, ob man jetzt da Miepel hat, die eine dunklere Hautfarbe repräsentieren oder die eine hellere Hautfarbe repräsentieren. Aber man kann, jeder Spieler, jede Spielerin wird quasi dadurch aber abgeholt und eingebunden, was natürlich auch total cool ist und, denke ich, auch etwas ist, was ein nächster Schritt ist in eine Zukunft, die quasi auch dann das auf andere Spiele übertragen könnte oder auch ja schon mittlerweile ja auch schon viel tut, auf jeden Fall, ja. Genau, bei Zoography habe ich auch schon bedruckte Miepel angesprochen. Es gibt ja einige Spiele, die das haben, aber die meisten sind ja eher noch einfarbig. Aber es gibt ja zum Beispiel Meeplesource oder auch in Deutschland gibt es Spielmaterial.de. Die haben auch bedruckte Token und bedruckte Miepel, was natürlich dann nochmal Spiele aufwerten kann. Also die gibt es auch für Scythe, gibt es auf jeden Fall solche Miepel. Es gibt aber auch, das fällt mir auch gerade ein, es gibt online inzwischen auch sehr viele Stickerbögen
um sich die Miepel zu bekleben. Das ist ja auch in Glenmore Chronicles 2, was ja auch ein sehr schönes Spiel ist, mit dieser, wo wir uns als schottischer Clan so eine Landschaft dahin bauen. Das war am Anfang ein bisschen Arbeit, aber da können die einzelnen Miepel und Ressourcen alle beklebt werden. Und das wertet das natürlich auch nochmal auf. Und gerade so bedruckte Miepel sind natürlich besonders schön, wenn du dann nicht einfach nur einen grauen Stein hast, sondern halt auch so eine Steinoptik da drauf. Oder du hast halt Tiere, wo dann die einzelnen, die Streifen vom Zebra zum Beispiel sichtbar sind. Und das ist natürlich dann auch nochmal richtig, richtig schön und kann das nochmal so hervorheben, sozusagen ähnlich wie die bemalten Minis, sozusagen dann bedruckte Miepel. Ja, kann aber auch, fällt mir gerade dazu ein, auch zu Frustration führen, natürlich erstmal natürlich beim Bekleben, da muss man natürlich Lust zu haben, aber auch andererseits zum Beispiel, damals, sozusagen Johannes hat mir Flügelschlag damals gezeigt und ich fand es sehr toll und ganz schön und ist ja auch ein super schönes Spiel, ich habe es ja auch vorhin schon einmal angeschnitten, aber ich glaube, es ist auch unbestritten, dass es auch wirklich sehr, sehr ansprechend ist, die einzelnen Vögel sind sehr, sehr schön gezeichnet. Und dann komme ich nach Hause, kaufe mir dieses Spiel und bin total frustriert gefühlt, weil ich nicht, wie Johannes sie hatte, echte Würmer, also nicht echte Würmer, sondern Holzwürmer hatte, Holzbeeren, Holzkorn und war dann total traurig, dass ich diese Ausstandsbögen da hatte, wo ich das auspöppeln musste und war dann so, ja toll. Und dann bin ich zu Johannes gekommen und dachte dann so, warum habe ich denn eigentlich diese Miepel, die du auch hast, die habe ich mir ja dazu bestellt, so. Also es ist halt irgendwie sozusagen die Frustration, wenn man dann bei anderen Leuten das tolle Spiel, auch ich habe tierische Angst davor, Terraforming Mars mir zu kaufen, weil ich genau weiß, dass Johannes das sehr, sehr doll aufgewertet hat mit ganz vielen Käufen und habe richtig Angst davor, dass ich dann enttäuscht bin, in Anführungsstrichen, vom Grundspiel, von der Ausstattung des Grundspiels, weil es eben dann nicht diese ganzen tollen Sachen hat, die Johannes sich dazu gekauft hat. Das heißt natürlich, Spiele können natürlich super aufgewertet werden, wenn dann sozusagen man anderen Leuten aber an Spielen ranführen will und dann kaufen die Spiele dadurch das selber, dass man dann eben auch dazu sagt, das ist aber eben extra Material, das ist nicht drin und das wendet natürlich das Spiel dann super auf, kann aber natürlich auch das Spielgefühl anführungsstrichen verfälschen zum Originalspiel, was natürlich auch mega interessant ist, glaube ich, da darüber zu sprechen, inwieweit diese Sachen dann für mich persönlich irgendwie super wichtig sind oder ob sozusagen dann doch das Material halt auch das Spielgefühl verändert. Also ob das wirklich dazu beiträgt, wenn ich Holzwürmer habe, dass ich mich dann, das Spiel jetzt irgendwie für mich schöner und ansprechender und ich das lieber auf den Tisch bringe, als wenn ich diese Pappplättchen habe, sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, allgemein so ein Trend, dass immer mehr hochwertige Spiele kommen, das auch ne, durch Kickstarter nochmal befeuert, wo ja alle häufig auch so, ne, Metallmünzen ist, glaube ich, auch so ein Trend, was durch Kickstarter nochmal krass nach vorne getrieben wurde. Alle wollen Metallmünzen, keiner will mehr diese blöden Pappdinger. Metallmünzen sind schon was Tolles. Oder es gibt halt wie bei, wir haben auch letztens Majesty gespielt, was so ein ganz kleines, schnelles Kartenspiel ist, was absurderweise Pokerchips als Geld hat, auch super lustig. Ja, das war auch vor allen Dingen komplett irrsinnig generell, weil man super, es war wirklich wie Poker, man das Geld so schnell ausgetauscht hat, gefühlt die ganze Zeit, bis ging. Das war wirklich, das ist auch eine lustige Lösung dafür, dass man sozusagen nicht diese abgegriffenen Dinger irgendwann hat, weil man echt das Geld viel benutzt, viel spielt, viel dann hertauscht. Auch eine schöne Lösung, ja. So, und jetzt kommen wir sozusagen nochmal zum großen Punkt Artwork, weil das, glaube ich, häufig so das ist, wo die meisten an schöne Spiele denken. Wir haben ja einige Sachen schon angesprochen, gerade so, wenn wir an Flügelschlag denken, an Meadow oder auch, es gibt so kleine Spiele wie Kräutergarten oder jetzt Village Green ist jetzt auf Deutsch erschienen oder auch Flourish, was auch beim Verlag Starling Games rausgeschieden ist, die halt auch Everdale rausgebracht haben. Das sind ja häufig so Spiele, die so Natur abbilden und auch fast sehr naturgetreu das halt sehr, sehr schön darstellen. Gerade Flügelschlag ist ja mit den unterschiedlichen Vögeln da sehr, das sehr schön machen. Oder auch, ich denke hier an die Puzzlespiele von Uwe Rosenberg, Cottage Garden oder gerade Indian Summer, wo dann halt der Laubboden da sehr, sehr stimmungsvoll dargestellt wird. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, wenn viele so an schöne Spiele denken, ist es häufig so schön gezeichnete und illustrierte Natur. Ich glaube halt auch, dass das für viele, beziehungsweise dass das auch immer sehr ansprechend ist, weil es eben sozusagen dieses natürliche, genau, weil dieses natürliche
für uns halt auch irgendwie, ja, eine, ich habe das Gefühl, manchmal so eine Art Auszeit bedeutet, dass man kommt so ein bisschen runter. Es sind ja auch oft oder meistens, wenn man Spiele spielt, die einen Naturaspekt haben, ja auch keine Stressspiele, keine, sind oft nicht jetzt irgendwelche super krassen Expertenspiele. Es ist oft wirklich einfach nur ein schönes, nettes Spiel, in dem man sich an den schönen Artworks erfreut, den süßen Tieren teilweise, die da drauf sind, sich daran erfreut und das sozusagen ein bisschen genießen kann, sich eben in diese schönen, in dieser schönen Welt, in dieser schönen Natur, in Anführungsstrichen, auch wenn es draußen vielleicht trist, trüb oder Winter oder wie auch immer ist, dass man dann das irgendwie schön auf den Tisch bringen kann. Das finde ich auch, ist bei ganz vielen Spielen, ja, die in diesem Naturthema bedienen, finde ich sehr, sehr schön. Also das würde ich dir absolut beipflichten, dass das auf jeden Fall als schöne Spiele oft zuerst in den Blick fällt. Mhm. Wir haben ja vorhin aber auch schon, weg von dieser Natur, ich habe ja vorhin schon dieses stimmungsvolle Auffangen an der Thematik genannt, also dass man sozusagen wirklich eine andere Welt eintauchen kann durch Spiele, habe ich ja von Scythe haben wir genannt, Everdell, aber auch Arnak schafft es, finde ich, auch toll, sozusagen mit diesem zerklüfteten Felsenwänden, mit diesen Inselthematiken. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Spiele, die irgendwie es schaffen, durch ihre Optik einen irgendwie einzusaugen und super stimmungsvoll. Es ist dann eben nicht irgendwie ein super unthematisches Spiel, sondern oft natürlich dann auch ein sehr thematisches Spiel. Zum Beispiel habe ich mir dann auch aufgeschrieben oder haben wir noch dazu überlegt, noch Bonfire auf jeden Fall auch, die auch schaffen, diese, obwohl ich nicht so ein großer Fan von Bonfire bin, muss ich ehrlich sagen, immer noch. Aber es schafft es schon, diese coole mystischen Effekt aufzumachen, aber auch Praga Caput Regni, die es ganz toll mal dieses volle Prag, das voller Leben war, irgendwie sozusagen darzustellen mit diesen ganz, ganz bunten, schrillen Farben irgendwie und diesem ganzen Durcheinander. Pharaon, auf jeden Fall auch ganz toll, diese Grabesstimmung sozusagen wirklich, und man, als man das Gefühl hat, man ist an einem Pharaonenhof sozusagen im alten Ägypten und macht diesen Lebenszyklus irgendwie eines Pharaons mit durch diese Drehscheibe. Also es gibt schon richtig viele Spiele, die es schaffen, dass man nicht nur das Gefühl hat, man spielt jetzt irgendwie ein Spiel, sondern man ist irgendwie in einer Welt, in der man wirklich auch eine Thematik bedient oder eine Lebensgeschichte folgt oder etwas anderem, was natürlich dann auch durch das Material, durch das passende Material, durch das passende Artwork, durch das passende Cover total gut eingefangen wird. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, dass ein stimmiges Gesamtpaket, eine ganz tolle Möglichkeit irgendwie, da passt jedes Detail dann irgendwie zusammen. Und da sind zum Beispiel die ich genannt habe, fallen da auf jeden Fall rein. Wahrscheinlich noch tausend andere, die wir eben selber noch nicht gespielt haben, aber dieses thematische Ding muss man natürlich auch mögen. Also man muss jetzt auch mögen, irgendwie sich da diese thematischen Spiele zu haben. Man muss es ja auch, manche Leute brauchen es halt auch überhaupt nicht, um irgendwie diesen Spaß am Spiel zu entwickeln. Aber für viele Leute ist das natürlich auch ein Plusaspekt zu sagen, geil, ich habe jetzt irgendwie Bock, gerade mal zu den alten Pharaonen zurückzukehren, da irgendwie was zu machen. Das ist natürlich auch eine coole Sache und auch eine coole Motivation vielleicht für ein Spiel, das zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz spannend, weil gerade so, also bei Flügelschlag denke ich an so, da hat Beth Sobel ja viele Vögel illustriert, dass so eine einzelne Karte ist bereits besonders schön, oder du guckst dir Kräuterkarten an, ist auch von Beth Sobel illustriert, du guckst dir halt irgendwie den Majoran und den Rosmarin an und diese Karte ist einfach unglaublich schön. Und dann halt im Kontrast dazu ist gerade, du hast Bonfire schon angesprochen, oder auch, ich musste irgendwie an Runestones denken, ist ja beides von Dennis Lohausen illustriert, der ja sonst viel so sehr geerdete Settings, oder muss ich so denken, so aller Erde, Taverne im tiefen Tal. Aber gerade so bei Bonfire und Runestone, da wird halt so eine Mystik heraufbeschworen. Da finde ich jetzt, also ich mag auch den Stil allgemein, aber da trägt eher so das Gesamtkonzept halt diese Stimmung rüber, während halt bereits auch bei Flourish so eine Karte so schön ist, ja. Und denkst du, okay, das ist halt einfach nur eine Blume. Es ist einfach nur eine Blume, aber allein die ist schon so schön, während es halt bei anderen Spielen so das Gesamtkonzept ist sozusagen, was trägt. Auch bei Scythe ist es eigentlich so beides, weil so die Illustrationen sind super schön, aber es ist halt auch dieser ganze Spielplan und hinzu kommen halt diese Karten, die sozusagen immer einzelne kleine Szenarien sozusagen da zeigen, die eine enorme Stimmung rüberbringen, ja. Also wie gesagt, ich finde, dass man, wir haben jetzt vorhin so ein bisschen da schon angeschnitten, ich finde, dass so Stimmung
für manche Leute halt super wichtig ist beim Spielen. Für mich ist das super wichtig. Also ich finde ja auch thematische Spiele total toll und ich finde deswegen so diese Stimmungsmache super schön. Also ich finde es total toll, die Möglichkeit zu haben, da jetzt reinzutauchen, mir zu den einzelnen Figuren irgendwie sozusagen eine, in Anführungsstrichen eine kleine Geschichte zu überlegen. Also ich finde es total wichtig und cool. Ich lese, bin ja auch immer der absolute Flavortext Fan. Johannes überspringt den immer so gefühlt. Ich bin aber immer ein absoluter Flavortext-Fan, weil mir das immer super wichtig ist, irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin gerade irgendwo und das ist irgendwie mein Ziel und das ist meine Aufgabe, unabhängig davon, was ich im Spiel tue. Und wenn das ein gutes Spielmaterial hast, als gutes Gesamtkonzept, trägt das natürlich diese Idee weiter und trägt natürlich auch diese Idee von dem Ziel, was du eigentlich hast. Also natürlich baue ich mir keine Zivilisation auf, aber wenn das Spiel mir das schafft, das zu vermitteln, dass ich mir wirklich eine Zivilisation aufbaue oder einen Bauernhof aufbaue oder einen Park aufbaue, dann ist das irgendwie halt, finde ich, für mich schöner, als wenn ich einfach nur Plättchen von A nach links verschiebe, A nach B verschiebe, sozusagen. Das, ja. Das macht es auf jeden Fall nochmal greifbarer auf, genau. Auf jeden Fall, ja. Und dann sind es noch einige Spiele aufgefallen, die so einen besonderen Stil haben. Oder vielleicht vorher, glaube ich, so ein Spiel, was auch, wo viele dran denken, wenn sie denken an schöne Spiele, ist Dixit. Ne? Dixit hat ja unglaublich viele Karten, die sehr fantasievoll gestaltet sind. Das lebt, glaube ich, einfach von der Abwechslung der Karten. Da fand ich jetzt die einzelnen Illustrationen okay und ganz nett, aber das lebt halt einfach davon, wie viel und was für amüsante Bilder da drauf sind. Aber dann gibt es halt so Spiele, die so einen ganz bezeichnenden Stil haben. Wir haben schon mit Valeria Miko angesprochen, der mit seinem sehr kantigen und einzigartigen Comic-Stil sozusagen hat. Oder dieses Jahr ist Overboss erschienen, was so ein Puzzlespiel in so einer Pixel-Optik hat. Da kann man auch fragen, ist das ein schönes Spiel? Aber es passt sozusagen, diese Retro-Puzzle-Optik passt dazu. Oder auch Grand Carnival, das so eine richtige Oldschool-Comic-Trickfilm-Atmosphäre rüberbringt. Oder Wolkenbruch, wo da müssen wir so Streichhölzer vorm Erlöschen retten. Und die sehen so ganz niedlich aus, wie dieser Chibi-Style aus Japan. Und wenn die dann erloschen sind, dann gucken die ganz traurig. Aber solange die brennen, gucken die ganz gut drauf, sozusagen. Das sind dann so ein sehr, so ganz spezielle Stile, die wahrscheinlich nicht allen gefallen, aber schon irgendwie, finde ich, hervorzuheben sind, weil es ja auch so im krassen Kontrast ist zu diesen sehr naturalistischen oder großen Panoramen, dieser Plan von Anak, der so eine tolle Stimmung rüberbringt. Das ist halt was ganz anderes, wenn du halt so ein Pixelplättchen aus Overboss hast. Oder auch auf Kickstarter war jetzt relativ frisch Transmissions, wo dann so, auch wenn es ein bisschen naturalistischer ist, aber dann sind halt so kleine niedliche Roboter drauf illustriert. Es ist ja auch irgendwie ein, in Anführungsstrichen, ein Wagnis, wenn man sich so einen besonderen Stil traut als Verlag oder auch als Autor dann mit reinzunehmen. Also du kannst natürlich sowas wie Overboss, natürlich, das spielt auch mit diesem, wir sind irgendwie eine Art von Computer-Superheld, natürlich passt es auch total, aber zum Beispiel die Sachen, die The Miko, das ist natürlich etwas, was natürlich auch in Anführungsstrichen Risiko darstellt. Wenn jemand jetzt so total hässlich findet, weil die Figuren, die er entwickelt, sind ja schon hässlich. Es ist ja wirklich schon nicht, es ist keine schön, aber es hat eine Ästhetik des Hässlichen gefühlt, so wie er das darstellt. Und das muss man aber eben auch mögen. Und ich kann mir auch vorstellen, Leute sagen, boah, nee, das finde ich so hässlich, das kann ich mir nicht angucken. Oder boah, nee, das ist ja auch etwas, was ja auch irgendwie polarisiert, in Anführungsstrichen, weil es halt so etwas Besonderes ist und was so herauszuhalten. Es ist kein, in Anführungsstrichen, auf Nummer sicher gehen. Und das ist ja auch etwas, was ja auch irgendwie da mit reinspielt, was ich irgendwie total cool finde, dass es eben tatsächlich super viele Brettspiele gibt oder diese Diversität von Darstellungen, von das ist ja in anderen wenn man im Bereich Film oder im Bereich auch Literatur und sowas geht, es ist tatsächlich ja doch dann oft wenig weg von der Norm oder wenig weg von dem, was man irgendwie als ästhetisch empfindet, als persönlich. Also wenn man irgendwie einen Hollywood-Film anguckt, da ist dann jemand, der soll dann jetzt irgendwie hässlich sein, aber der ist trotzdem immer noch tausendmal schöner als irgendwie ich und du, so ungefähr. Also es ist natürlich schon eine Sache, die sozusagen irgendwie weggeht sozusagen davon. Das finde ich total cool, dass manche Spiele halt sich in Anführungsstrichen trauen, ganz aus
zeichnende Stile zu verwenden oder auch ganz ausgefallene, verrückte Sachen zu benutzen als Stil und damit auch vielleicht Leute wegprellen können, weil sie wirklich sagen, boah, nee, überhaupt nicht, finde ich gar nicht schön. Und das finde ich total cool, dass das sozusagen dann so, dass das eigentlich so ein Medium ist, wo total viel verschiedenste Leute zusammenkommen können und verschiedenste Sachen entwickeln können. Ja. Ja, super wichtiger Aspekt. Also auch so schön ich bestimmte Spiele finde, ich würde nicht wollen, dass jedes Spiel aussieht wie Meadow. Oder ja, auch ja. Gerade bei The Miku fällt mir das auf, weil ich bin dem Stil etwas über, weil in einiger, also gerade, ich das ist jetzt, weiß nicht, vor ein paar Jahren oder so, kam gefühlt jeden Monat ein Spiel raus, was in der Optik, also was voll illustriert war. Das schmälert natürlich nicht seine Leistung als Illustrator, aber ich dachte, okay, ich brauche jetzt nicht noch mehr Spiele, die genauso illustriert sind. Ne? Also wir haben ja die Nordsee-Saga sind 3 Spiele, dann haben wir die Westfrankenreich-Saga sind 3 Spiele, dann gibt es jetzt mehrere Valeria-Spiele, die alle so aussehen. Valeria kann ich dann noch mehr wertschätzen, weil es dieses Fantastische hat, während Nordsee und Westfrankenreich einfach, es sind halt so Mittelalter beziehungsweise so Wikinger-Szenarien. Das kann auch cool sein, aber da finde ich es dann doch irgendwie cooler, wenn es so was Fantastisches hat. Und da war ich dann doch irgendwie froh, dass dann Räuber aus Skythien, das ist einfach die Neuauflage oder ein bisschen überarbeitete Neuauflage von Räuber der Nordsee, dann von einem anderen Illustrator gemacht worden ist, weil dadurch sozusagen nochmal ein anderer Aspekt reinkommt. So schön die Illustrationen auch an sich sind. Es ist halt irgendwie dann doch cooler, wenn dann irgendwie halt immer andere, ja, also auch andere Stile auftauchen. Auch Indian Summer ist zwar auch so was Naturalistisches von Andrea Böckhoff, aber es sieht halt nicht aus wie die Illustration von Beth Sobel. Das ist immer, also das ist schön, auch ganz unterschiedliche Sachen zu haben, auf jeden Fall. Ja, ein riesengroßes Spektrum. Und ich glaube sozusagen, es gibt immer etwas, was dich anspricht oder was dich mehr oder weniger anspricht und wo du dann wirklich auch sagen kannst, das Spiel ist so schön. Zum Beispiel, du hast Transmissions angesprochen, da bin ich ja sofort verliebt drin gewesen, weil es halt aussieht wie Machinarium, was irgendwie halt ein richtig geiles Point-and-Click-Adventure ist, was mich irgendwie an meine Jugend erinnert. Oder zum Beispiel auch Everdell tatsächlich erinnert mich, ich weiß nicht, ob das jemand von unseren ZuhörerInnen kennt, aber es gibt eine Kinderbuchreihe in den 90ern, die hieß Ein Jahr im Brombeerhag oder Ein Jahr in Brombeerhag, glaube ich, wo es auch um eine kleine, ja, in einem Brombeerstrauch leben halt eine riesige Mäuse, ein Mäusevolk und die bauen sich eine Zivilisation auf. Man begleitet dieses Mäusevolk durch verschiedenste Jahreszeiten und das war ein Kinderbuch und es hat mich total irgendwie daran zurückgegangen, weil die Illustrationen sind anders, aber schon irgendwie sozusagen vom Stil her irgendwie total ähnlich und ich finde, dass das ist total cool, wenn man sozusagen auch getriggert wird von dem, wie das dargestellt wird, dass man das irgendwie einen zurückwirft in eine Kindheitserinnerung oder an eine fremde Welt, die man halt auch sich mal irgendwie erträumen lassen hat oder sowas. Und dass eben verschiedene sozusagen Stile dich auch mehr oder weniger ansprechen können und dadurch natürlich auch mehr oder weniger dich da irgendwie reinversetzen lassen können. Das finde ich so, so cool. Und deswegen schätze ich halt Brettspiele so sehr, weil dass eben die Möglichkeit dafür da ist, ja. Genau, wir können vielleicht noch Ian O'Toole, ist ja auch ein sehr bekannter Illustrator, der ja eine sehr klare, fast schon, also eine sehr, häufig so eine sehr abstrakte Art hat, also wenn man sowas wie Black Angel on Mars oder auch jetzt Kanban EV angucken, das sind sehr klare Zeichnungen, während dann irgendwie Ryan Lorca, der auch Autor ist, der hier die sowas wie Oben und Unten oder Nah und Fern und jetzt Sleeping God, Schlafende Götter herausbringt, der illustriert seine Spiele ja auch immer selber und das ist dann auch hat so einen ganz eigenen Unique Selling Point. Das heißt, man weiß, okay, was Neues von Ryan Lorca kommt, dann ist es halt auch von ihm illustriert und man weiß sozusagen auch, worauf man sich einlässt und was das präsentiert und das erfreut dann, glaube ich, auch sehr viele auf jeden Fall. Dann wollen wir vielleicht noch als Abschluss sozusagen einen kleinen Unterpunkt zum Thema Artwork, weil das ja bei Spielen, gerade wenn sie im Regal präsentiert wären, gibt es natürlich auch viele Spiele, die ein sehr schönes Cover haben. Auf jeden Fall. Also es gibt auch Spiele, die das Cover, was in Anführungsstrichen das Cover ist total schön oder verspricht etwas und natürlich dann manchmal wird man enttäuscht und manchmal ist das Cover auch nicht so schön, ist das Spiel war total schön, aber es gibt auch Spiele, die einfach schön aussehen, wenn man sie hinstellt. Ich finde es irgendwie ganz schön. Johannes hat irgendwann vor
3 Monaten oder so beschlossen, sein Regal umzubauen und jetzt quasi sozusagen immer vorne ein Spiel stehen mit dem Cover nach vorne. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool, dass man wirklich so in Anführungsstrichen so eine kleine Ausstellung hat, dass man schauen kann, okay, jetzt haben wir ein paar schöne Cover vorne stehen, obwohl du jetzt nicht immer nur die schönsten Cover vorne stehen hast, aber trotzdem sind irgendwie vorne vor immer irgendwie schöne Cover, die man sich angucken kann und das manchmal ja auch schon Kunstwerke für sich, zum Beispiel Canvas, ist ja ein Kunstwerk vorne drauf, das kann man sich irgendwie schön angucken. Ist halt wirklich schön, schön zum Ansehen. Auf jeden Fall auch schön, das im Regal stehen zu haben einfach. Und ja. Es ist auf jeden Fall ein positiver Effekt, auch wenn ich sagen muss, das war nicht die Intention dahinter, das Spiel nach vorne gestellt. Ich habe einfach gedacht, wenn ich in meinem Kallax die hochkant gestellten Spiele einen Tick nach hinten verschiebe und dann noch Spiele davor stelle mit dem Cover, das alle sehen, dann habe ich mehr, kann ich mehr Spiele in das Regal packen. Aber auch natürlich, um es zu präsentieren. Mann, du musst jetzt auch. Auch natürlich, um es zu präsentieren, weil es gibt ja auch, hat mir Spieleres, war nicht so meins, aber zum Beispiel Photosynthese, da ist ein unglaublich schöner Baum drauf und diese Waldoptik oder Solenia sieht auch wirklich schön aus, was dann nicht weiß, aber so eine, sozusagen so eine Farbe ist und dann innen drin so eine farbiges Highlight ist da drauf. Oder Reykjol, wie dann dieses sehr naturalistische, so ein Reykjol, das müsste Island sein, glaube ich, ist einfach so eine isländische Bauernhof und Gemüsezucht. Das ist eigentlich auch so ein sehr, sehr geerdetes Setting ist, aber es dann unglaublich schön dargestellt ist. Das ja, oder auch. Ist natürlich super cool. Ja, oder auch Ivari, das ist noch gar nicht so drin vorgekommen jetzt in unserer Liste, obwohl das auch super hochwertiges Material hat mit diesen Tokens, sondern mit diesen Totems, die man übereinander baut. Auch total hochwertiges Material mit so einer Art Geist auf dem Cover, der so durch Amerika, wahrscheinlich in der Kolonisationszeit sozusagen, schreitet und das ist. Ivari ist irgendein Fantasy-Setting, das aber. Auf irgendwas, also Ivari basiert auf einem Spiel, das auf einem Spiel basiert, das auf einem Spiel basiert. Also sozusagen immer alles Neuauflagen. Irgendwann hieß es mal Shogun und dann hieß es nochmal irgendwie anders. Also ich dachte, das schreitet irgendwie durch so eine Landschaft, irgendwie so ein weißes Wesen. Habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung? Das schreitet auf jeden Fall durch eine Landschaft. Ich glaube, das ist so komplett Fantasy. Könnte man mal nachgucken. Aber ursprünglich, ich weiß nicht, ob Shogun das erste war oder ob Shogun auch schon eine Ich hoffe, das ist Shogun. Das wäre jetzt ja super Panne, wenn es nicht Shogun wäre. Ich schaue mal währenddessen nach, ob das überhaupt Shogun war. Das wäre blöd, wenn es nicht wäre. Auf jeden Fall hat Ivari, unabhängig davon jetzt, welches Land oder welche Welt es bedient, auch ein total schönes Cover sozusagen, wo dann auch schönes Material da drin steckt. Auf jeden Fall total toll gestaltet, auch dieses Cover total schön anzuschauen, total stimmungsvoll auch auf das, was man dann macht, das was sozusagen wirklich auch, es gibt ja viele Leute zum Beispiel, ich bin ja auch viel im Buchmarkt unterwegs, die sagen, ich kaufe mir das Buch, weil es ein schönes Cover hatte, das kann man auf jeden Fall bei manchen Spielen, zum Beispiel bei Ivari auch gerne tun, weil Ivari wirklich sehr, sehr, sehr schön anzuschauen ist. Genau, zu Ivari. Natürlich war es nicht Shogun, ich bin da voll drauf reingeklappt, aber es gab auf jeden Fall China, Han und Web of Power, also die drei Spiele sind sozusagen alle vorher erschienen und Ivari ist der neueste, die neueste Neuauflage von China, Han oder Web of Power und es hat nichts mit Shogun zu tun. Shame of me, obwohl auch Shogun tatsächlich mehrere Neuauflagen bekommen hat. Also, dann ist es vielleicht verständlich, dass ich mich da voll vertan habe. Ich habe jetzt auch noch mal gerade das Cover gegoogelt, aber ich finde schon, es sieht aus, als wäre das so America-Settler mit diesen Cowboy und vorne ja auch das dieses indigene Bevölkerungsmäßig angelehnt. Woran, ja, das angelehnt ist schon, sein, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, Ivari wollte ich eigentlich nur noch mal anmerken, weil es bis jetzt noch gar nicht gefallen ist. Auf jeden Fall auch ganz tolles auch Material, auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin voll zufrieden. Ich dachte, wir machen am Schluss vielleicht nochmal nochmal irgendwie die Frage natürlich, wir haben jetzt ganz lange über schöne Spiele gesprochen, ich glaube, es ist auch rausgekommen, worauf wir vielleicht ein bisschen achten, wenn man sich das anhört oder das anschaut, dass natürlich auch deutlich wird, welche Spiele wir eigentlich schön finden.
Die Frage ist, ob für uns das eigentlich relevant ist, wenn ein Spiel schön ist. Ich glaube, bei mir klang das jetzt schon sehr stark durch, dass ich das schon sehr wichtig finde, dass mich das Spiel auch optisch anspricht und ich auch manchmal, zum Beispiel Santa Monica oder auch Everdell habe ich mir gekauft, sozusagen Johannes hat sich das gar nicht gekauft, ich habe es gekauft und mitgebracht, weil mich das sehr doll angesprochen hat, einfach vom Cover. Also Everdell hat mich auch dann so angesprochen, weil ich da auch tatsächlich ein bisschen was drüber gelesen habe, aber Santa Monica habe ich rein aus dem Bauch gekauft, weil ich dieses Artwork super cool fand und Bock hatte, das auszuprobieren. Also ich glaube, ich bin da ein ganz dolles Victim von dem, wie sozusagen Sachen aussehen und mir ist es auch total, ich finde es doch total cool, also dass das nach was aussieht. Ich weiß, dass Johannes das jetzt nicht unbedingt 100% wichtig ist, aber vielleicht möchtest du da selber Stellung zu beziehen zu dieser Frage, wie wichtig uns eigentlich Schönheit in Anführungsstrichen bei Spielen ist oder das Aussehen von Spielen ist. Doch, ich finde das schon wichtig. Ich meine, also natürlich freue ich mich, wenn ein Spiel schön ist, aber der Fokus ist für mich klar auf jeden Fall die Mechanik. Natürlich profitiert ein Spiel von einer schönen Optik, aber ich würde, glaube ich, kein Spiel in meiner Sammlung behalten, was ich spielerisch nicht ansprechen würde, rein über die Optik. Mhm. Aber man muss, glaube ich, schon sagen, Parks ist, glaube ich, ein Spiel, was enorm durch die Optik profitiert. Weil sonst, also es ist auch mechanisch ein rundes Spiel, aber es hat, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit auch durch die Optik bekommen. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die haben, ne, über Schönheit lässt sich streiten, aber es gibt, glaube ich, Spiele, wo auch die Ikonografie oder die Optik auf jeden Fall nicht dafür sorgt, dass das Spiel präsentabler ist oder auch spielbar ist. Also gerade wenn ich an Carpe Diem denke, was ich finde, es ist ein unglaublich tolles Puzzlespiel. Ich finde das wirklich super, super toll. Aber da gefällt mir A, die Optik nicht und B, ist die Optik vor allem verhindert zum Teil vernünftig zu spielen, weil einige Landschaften sich zu ähneln. Da muss man immer überlegen, okay, ja, ist das jetzt ein Wald oder also kriege ich dadurch jetzt Blätter oder kriege ich dafür jetzt Weintrauben? Und das ist auch, das, ich habe das lange nicht gekauft, weil ich gedacht habe, boah, das sieht nicht schön aus. Das Optimum ist natürlich ein mechanisch wunderbares Spiel, was dann ja auch optisch natürlich noch überzeugen kann. Aber ich bin da, glaube ich, etwas, wie es ja auch beim Thema angeht. Ich bin allgemein eher der Typ, der sich über eine schöne Mechanik freut und wenn dann noch das Thema da ist und wenn dann noch die Optik ist, dann ist es ein Pluspunkt, aber nicht zwingend erforderlich. Also ich natürlich, wenn das Spiel kacke ist und einfach nur schön aussieht, so, dann ist natürlich für mich jetzt auch nichts, wo ich sage, ja geil, egal, Hauptsache sieht geil aus. Aber ich finde das schon irgendwie, es macht für mich mehr, wenn ich in dem Spiel mich irgendwie wiederfinden kann, auch optisch, oder wenn ich irgendwas schön finde, oder sei es auch nur irgendwie ein kleiner Aspekt, den ich schön und nett finde, dass sich das Spiel für mich auf jeden Fall noch einen Bonuspunkt kommt. Und vor allen Dingen, leider ist irgendwie mein Gehirn manchmal nicht so gut in Sachen merken, zum Beispiel auch so mit Spielen merken. Und manchmal bleiben Sachen im Kopf, wenn dann Johannes sagt, ja, weißt du noch, Spiel XY, also ich war das mit diesem einen lustigen Tiermiepel da oder mit dem einen, mit dem schönen Bildern da auf den Karten oder mit so und so, dann sagt er, ja genau das, und dann weiß ich es wieder. Also jetzt sozusagen, es bleibt für mich mehr im Kopf, wenn so Aspekte dabei sind, wie ein tolles Material oder tolle gestaltete Karten oder ein cooles Szenario, dass ich dann irgendwie das Spiel länger im Kopf behalte, als einfach nur so, ja, das eine Worker-Placer-Spiel von dem und dem und dem, wo du das machst. Das kann ich mir irgendwie nicht so merken wie schön gestaltete Sachen. So, um jetzt nicht auf Uwe Rosenberg anspielen zu wollen, aber ich krieg schon gerade einen Augenbrauenzucken von Johannes. Aber es bleibt für mich irgendwie mehr im Kopf, wenn mich das auch abholt, irgendwie optisch, ja. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Außer natürlich die Podcast-Empfehlung, könnt euch gerne den Solo-Podcast zu den Spielen von Uwe Rosenberg anhören. Auf jeden Fall, hört euch das an. Aber unser Fazit zu Spielen und der Optik von Spielen können wir sagen, wir freuen uns auf jeden Fall, je schöner ein Spiel ist. Ja, auf jeden Fall. Und aber auch, was auch, zum Beispiel, wir haben auch super, also auch Spiele, wo wir beide auch schon auseinandergegangen sind, wo wir sagen würden, es ist ein schönes Spiel, der eine sagt, es ist ein schönes Spiel, der andere sagt, ja, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel, ich finde ja Magnificent ganz toll, ich finde es auch super schön, super ansprechend. Johannes sagt dann so, ja, es ist ganz nett anzugucken, aber jetzt nichts super schön Besonderes.
Also es gibt ja auch, es natürlich sieht man auch daran, dass es total subjektiv ist. Keine Objektivität da ist auf jeden Fall. Das ist doch wieder ein wundervolles Schlusswort von Rebecca. Dann sind wir gespannt, ob ihr vielleicht, ihr könnt uns gerne natürlich, wenn wir den Podcast hier auf Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr gerne schreiben, was denn eure, welche Spiele eurer Meinung nach schön sind. Und ihr könnt natürlich auch gerne in unseren, auf unseren Discord-Server kommen und euch mit anderen ganz spielefanatischen Menschen austauschen und dann darüber diskutieren, welches Spiel schön ist oder nicht. Streitet euch. Nein, aber dieses Mal bin ich, also ich finde, Johannes und ich haben immer so Themen, auch wir haben ja, als wir über unsere, über Kindheits sozusagen Erinnerungen gespielt haben, ich finde, wir haben immer so schöne Themen, über die man wirklich, wo ich wirklich echt super gespannt bin, was Leute dazu sagen, ob Leute was dazu sagen. Auch vielleicht Geheimtipps in Anführungsstrichen zu bekommen, noch irgendwelche schönen Sachen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Da freue ich mich auf jeden Fall total drauf, das zu lesen. Ja, finde ich echt schön. Freue ich mich. Vielen Dank, dass du wieder mit mir gequatscht hast. Danke, dass ich wieder da sein durfte. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass ihr den Brettspiel-News-Podcast gehört habt. In der ersten Folge unserer Crossover-Reihe haben wir mit Alper vom YouTube-Kanal Cinema Strikes Back geredet und im Format Brettspiel-News spielt ging es um das This War of Mine Brettspiel. Folgt uns doch auf Instagram, Facebook und Twitter, gebt uns sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast und schaut auch auf unserem Discord-Server vorbei.